So. Also, herzlich willkommen zum heutigen Highspeed Trading bei JFT Brokers für März 2017. Ja, wofür ist dieses Webinar gedacht? Das Webinar ist dafür gedacht, so ein bisschen auch ein paar Updates hier und da mal über JFT Brokers wieder bekannt zu geben. Auch gedacht, dass ich alle Leute, die auch außerhalb meines Premium-Service sind, die Möglichkeit mal gebe, in den Service hier reinzugucken, wie es da drin aussieht. Und auf der anderen Seite, wenn es sich ergibt, möchte ich auch noch den einen oder anderen Trade machen. Wie viele Leute da sind, darf ich nicht verraten, aber ich gebe mal so eine Zahl, so eine kleine Zahl an. Also es sind über 500. Ja. Gut, wir schauen uns einfach mal an, wie es denn heute so ausschaut im Trading und werden so ein bisschen auch nochmal auf das Projekt eingehen, was ich noch habe. Heute um 16 Uhr kommt noch jemand zu uns von JFT Brokers und bringt noch mal ein paar Updates rein. Dann kam gerade noch eine Frage, genau, also ich kann euch ja dann nochmal auch gerne nochmal was zeigen zu dem Projekt, was jetzt dann startet, was wir ja auch öffentlich gemacht haben. Genau, und wie gesagt, auch ich möchte das Webinar nutzen, einfach um auch mit euch in Kontakt zu treten und möchte auch die ein oder andere Frage, die ihr vielleicht auch noch habt in Sachen kurzfristiges Trading, beantworten. Ja, wie gesagt, mittlerweile hat sich dieses Format recht stark etabliert und es gucken immer wieder Leute rein, die auch mal lange Zeit nicht dabei waren, gucken dann wieder rein und ja, deswegen ist auch dieses Webinar jetzt kein ernsthaftes Webinar im Sinne meines Premium-Service. Da geht es dann morgen früh um 8:30 Uhr ja weiter. Und ja, gucken wir einfach mal rein. Also wie gesagt, ich lasse mich da auch entsprechend von euch leiten. Also wie gesagt, wie die Fragen sind. Ich habe jetzt speziell nichts vorbereitet. Und ich werde jetzt als erstes mal so nochmal auf das Projekt eingehen, was jetzt demnächst startet oder starten wird. Morgen früh, würde ich mal sagen. Und wir gehen nochmal rein. Also ich kopiere es einfach nochmal rein. Ich habe jetzt das Projekt letztens vorgestellt für alle, die es noch nicht kennen. Bedeutet, ich habe jetzt ein Projekt vorgestellt, welches sich darauf bezieht, dass ich versuchen möchte, in den nächsten 10 Monaten 100% Performance zu generieren und entsprechend hier in dem Projekt versuchen möchte, den Weg aufzuzeigen, wie man dann kontinuierlich profitabel werden kann, sein Geld auch verdoppeln kann oder mehr wie verdoppeln kann. Wie gesagt, das ist so eine Zielmarke, die hier entsprechend gelegt wurde. Es ist auf alle Fälle ein schwieriges Projekt für mich zumindest, denn ich trade nur innerhalb der Webinare. Wenn man hier sich das PDF anschaut, ist das ganze Thema auch nochmal erklärt. Ich scrolle jetzt einfach mal nur durch. Ich will jetzt da nicht das alles machen, nochmal durchgehen. Das heißt, die Sache ist die, dass ich das ganze Thema nur innerhalb der Webinarzeiten, die hier aufgelegt sind, handeln werde und erreichen möchte. Das heißt auch hier nochmal, weil vorhin ich eine Frage gesehen habe. Also am Montag ist es von 9 Uhr bis 11 Uhr DAX Trading, am Dienstag von 15 bis 17 Uhr Dow Trading. In der Technik ist das gemeldet. Wahrscheinlich ist gerade nicht jemand vor Ort, der das umstellt oder es ist zu viel zu tun. Also normalerweise wird das dann umgestellt werden. Spätestens am Freitag werden die Zeiten auch überall angepasst. Als abschließendes für Montag und einer wirklichen Veränderung, weil ja wir auch viele neue Trader dabei haben, die jetzt auch wegen dem Projekt dabei sind, findet im morgigen Früh- und Nachmittagswebinar nochmal eine Abstimmung statt. Und wenn die Quote dort ähnlich hoch bleibt, die lag jetzt immer bei 80% oder 90% derer, die am Montag von 9 bis 11 Uhr im DAX handeln wollen, wenn das morgen in den Befragungen nochmal genauso hoch ausfällt, dann wird das ab dem 13.06. so entsprechend eingestellt werden. Ja.
Also wie gesagt, die Frage, die jetzt gerade kam, 13.06., was habe ich gesagt? 13.03. Sorry, mein Fehler. Gerade kam noch eine Frage, ob ich heute keine Trades mache. Also ich mache durchaus Trades, aber ich werde diese Trades, die ich hier mache, fließen nicht in die Performance ein. Die würden, also sagen wir es mal so, die Trades, die ich heute mache, werden in den Folgemonaten, wenn dann, mit einfließen. Oder werde ich das Konto aufmachen, wenn ich einen guten Start habe? Aber die Sache ist die, das ist ein kostenfreies Webinar, wo sich jeder anmelden kann, wo jeder reinschauen kann und wo auch ja jeder herzlich eingeladen ist. Und da ich brauche aber für das Trading die volle Konzentration und bei so vielen Fragen, ja, da wird es dann so sein, dass wir uns, dass ich dort jetzt nicht heute starten möchte. Zumal wir ja noch gar nicht wissen, ob der Start im Demo-Modus oder vielleicht mit Realgeld stattfinden wird. Ja, das Ganze. Und deswegen, wie gesagt, wenn ich heute ein paar Trades noch mache und absetze, die mehr zum Thema, ja, einfach nochmal einen Blick über die Schultern in meinem Trading-Webinar dann nochmal zeigen, also vorführen, präsentieren. Ja, und ich werde nachher noch auf den DAX eingehen, weil ja der heute noch relativ volatil war. Aber ihr habt ja jetzt nochmal die Zeiten zu diesem entsprechenden und auch die Preise, die sind jetzt noch für den Preis gültig. Auch da wird es Veränderungen geben in den nächsten ein, zwei Wochen, das nur mal vorab schon. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, ja, das Projekt ist auf alle Fälle schon krass, denn es bleibt mir sag und schreibe jetzt nicht mal mehr 1000, 14.000 Minuten, in denen ich das ganze Thema hier runterhandeln muss. Und das ist für mich eine enorme Herausforderung. Aber ich habe jetzt gestern erst nochmal in Frankfurt mich mit dem Trader unterhalten, der auch fast täglich ja, Gewinne einfahren kann und der eigentlich auch gesagt hat, eigentlich dürfte es kein Problem sein. Ja. Genau, also von daher, ich lasse mich überraschen und ich bin gespannt und ja, ich hoffe, dass die 100% drin sind. Also wer den Artikel nochmal lesen möchte, inklusive der PDFs, das Handout plus ein Live-Trading-Mitschnitt, wie das dann aussieht, plus das Video von diesem Sonderwebinar, was wir jetzt letzte Woche hatten, dann einfach hier nochmal den Link, den ich jetzt nochmal reinkopiere, anklicken und gerne mein Video klicken auf meinen YouTube-Channel. Thema YouTube-Channel ist auch noch so eins, welches durchaus interessant ist, denn es kommt ja immer wieder die Frage, ja, wird denn das Video aufgezeichnet? Wo ist es denn online? Deswegen auch dort auf meinen YouTube-Channel gehen. Ich werde mal den Link hier reinkopieren. Und oh, zwei Fragen hier. Da gibt es, wenn ihr auf meinen YouTube-Channel seid, also YouTube-Channel Skype-Trading.de. Kann man auch mal hier eingeben, dann kann ich das mal kopieren. YouTube-Channel skypetrading.de, also das ist mein YouTube-Channel als Kürzel. Und da gibt es einen folgenden Punkt, nämlich wenn ihr hier etwas nach unten scrollt, gibt es hier JFD, monatliche Webinar-Mitschnitte. Das heißt, hier sind alle Mitschnitte der letzten Monate verfügbar und da kann man sich durchaus diese gesamte Playlist anschauen. Also die gesamte Playlist hier kann man sich dann hier entsprechend anschauen und da habt ihr auch entsprechend dann sozusagen das Ganze online. Gut. Also da auch gerne Daumen hoch, nehme ich immer gerne und da kann das sein. Oh, was sehe ich? Wo ist mein Februar-Webinar? Das Februar-Webinar ist noch nicht drin, muss ich noch mal gucken. Sehe ich jetzt auch gerade. Normalerweise sollte es drinne sein. Oder im Februar? Doch, Februar hat stattgefunden. Warum auch immer ist es nicht drinne, aber ich werde es mal noch hinzufügen. Es ist ja bei JFD Brokers als solches ja verfügbar. Also von daher müsste das ja soweit alles drin sein. Gut, ich werde das nachher nochmal umstellen und ja. Okay. Gut, also das nochmal zum Thema, das Ganze. Wo findet ihr das ganze Thema? Und ja, wir gucken mal heute zum DAX. Und bevor wir dann zu den Amis schauen, werden wir nochmal uns den DAX hier widmen. Das Schöne oder manchmal auch das Komische ist, ich hab hier von dieser ganzen Action heute hier nichts mitbekommen. Ja? Also das heißt, ich habe wirklich von diesem
von diesem ganzen runter und wieder hoch kaum was mitbekommen, denn ich war beim Mittagessen. Und manchmal ist es echt gut, wenn man Mittagessen isst. Das heißt, man ist emotional überhaupt nicht mehr, das tangiert einen gar nicht, weil klar ist es krass, in 3 Minuten hier, wie viele Punkte runter? Ja, oder sagen wir mal in 4 Minuten in der Spitze so 65 Punkte runter. Das ist auf alle Fälle schon echt ein Brett. Ja, das ist schon ein echtes Brett. Und ich habe mir auch die Umsätze mal angeschaut. Halt, den wollen wir nicht. Ich habe mir auch die Umsätze angeschaut. Und zwar die Umsätze angeschaut. Mensch, ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und werde euch das mal im Future zeigen. Jetzt, ich suche, oh Mann, ihr. Heiko, was denn los hier? Wo ist es hin? FDAX. Jetzt sei nicht, dass ich den Chart zugemacht habe. Habe ich extra vorbereitet. Wahrscheinlich habe ich beim Wegblenden, bevor ich das Webinar gestartet habe, den Chart mal wieder zugemacht. Was mir halt ja auch immer ab und zu mal passiert. Dann machen wir mal nochmal auf. New Chart. FDAX. New Template. Nehmen wir mal das 10 Sekunden Template. 10 Sekunden. Eine Minute. Ja, so, gut. Also hier mal den FDAX. Und da sieht man heute hier durchaus dieses Brett, was da war. Also das war schon echt monstermäßig, was da an Kontrakten durchgegangen ist. Das ganze Thema. Also hier in 3 Minuten plötzlich 12:28 Uhr hat es da mal richtig durchgesäppelt. Es gibt eigentlich 12:30 Uhr eigentlich nicht wirklich jetzt einen großen Abrechnungskurs. 13 Uhr ist da eigentlich. 12:30 Uhr, 13 Uhr im Eurex, im Eurostoxx ist da glaube ich 12:30 Uhr. Ansonsten ist das Settlement 13 Uhr in der Kasse. Vielleicht hat man das deswegen. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Fettfinger gewesen. Das heißt, die erste Order kam und führt dazu, dass das alles in Summe in sich zusammenklappt. Die ganzen Systeme innerhalb von Sekunden anspringen und das Ding dann erstmal da unten nach unten durchdrücken. Richtig krass wird das Ganze noch, wenn man sich das mal in so einem 20er Tick-Chart anschaut. Das ist auch schon echt krass. Das heißt, wenn man sozusagen die Zeit ausblendet und die Order-Aktivität anschaut, also das heißt, hier sieht man jetzt die Order-Aktivität, wie das in den 3 Minuten runtergegangen ist. Und das ist schon ja auch auf alle Fälle ziemliches Ding, ist schon echt krass, weil im Normalfall, man sieht hier vielleicht weiter vorne, ist das ja mehr so ein hin und her, hin und her, hin und her. Und hier war es wirklich eine konstante Abwicklung der Order und ja, auf alle Fälle schon heftig. Und dann kommt das Typische, wo dann sozusagen wieder neu aufgebaut wird. Das heißt, hier bekommen sicherlich die Leute, gewisse Leute sicherlich auf die Mütze. Und interessant ist dann natürlich, dass der Markt das komplett wieder neutralisiert. Also das heißt, wenn wir wieder in den 1-Minuten-Chart hier hochgehen, wir sehen ja den Ausbruch hier auf der Oberseite durch die 11.953 und dann wird genau alles, was runtergefallen ist, komplett wieder eingedeckt. Und sicherlich die Optionsseite wird da drinnen mit ihrem Partner beitragen und die Optionsseite wird wahrscheinlich mal wieder an der Uhr drehen. Denn genau, es passiert eigentlich nämlich genau das, was die Optionsseite überhaupt nicht haben möchte. Wir haben hier über 11.000 offene Kontrakte, genau bei 12.000 Punkte. Und wenn man das jetzt nochmal reinstellt, kann man durchaus auch sehen, ja, vielleicht hat auch der Optionstrader heute die Nerven verloren und hat das reingeknallt. Also ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kann das auch sein. Also die Erklärung gibt es viele. Ich habe beim Uwe Wagner nachgeschaut. Auch er ist jetzt, also man sieht ja die Leute nicht, ja. Es gibt ja keinen, der an der Stelle sozusagen, es gibt ja keinen, der jetzt da sagt, ich bin, hallo, ich bin's und ich habe die Order reingelegt. Also ich habe jetzt hier nochmal die pinke Linie oder wir machen sie mal etwas größer, nochmal richtig fett. Also das sind jetzt hier die 12.000 Punkte und wir sehen ja doch sehr gut, dass die Optionsseite heute früh das Ganze anziehend findet. Also das heißt, in der Kasse wurde leicht gekauft. Adidas als größter Käufer oder als größter Wert hat ja für den DAX 25 Punkte gebracht. Ja, dann sind noch ein paar andere Werte mit angestiegen und hier sieht man richtig, wie die Optionsseite sozusagen in Richtung 12.000 hier agieren musste. Also einmal hier und auch leicht darüber.
dann ja, konsolidierte der Markt. Ja, und wie gesagt, das passt eigentlich ganz gut ins Bild, weil alles das, was hier reingegangen ist, geht dort wieder raus. Normalerweise muss aber die Optionsseite gar nicht aktiv dabei sein und 3000 Kontrakte ist eigentlich auch Quatsch, die da reinzustellen. Aber irgendwo muss es da den Anlass gegeben haben, dass der Markt da so stark runtergegangen ist. Denn was passiert, oder vielleicht um nur mal die Vorstellung zu haben, was dort passiert. Also mal angenommen, die Optionsseite hat den ersten Schub nicht ausgelöst. Dann wird es so sein, dass der Markt fällt stark nach unten. Der Future steht weit weg von der Kasse. Was bedeutet, die Arbitrage setzt kurz ein. Die Arbitrage kauft die Kasse, kauft den Future, verkauft die Kasse. Das heißt, alle Kassewerte fangen an, sich zu verändern. Das wiederum führt dazu, dass vielleicht in der Kasse weiterhin verkauft wird und im Future gleichzeitig über die Arbitrage und damit auch sozusagen andere Trader, die in den Aktien ganz normal traden, mit nach unten gezogen werden, auch noch mit draufspringen, weshalb denn die Kasse sozusagen das ganze Thema denn so mitmacht, ja. Und wenn man sich das anguckt, und das Schöne ist ja bei JFD, mittlerweile auch Admiral Markets haben ja nun Aktien im Angebot, und ich habe hier so einen Bildschirm, wo ich die Top 10 Werte drin habe. Und wenn wir uns mal anschauen, sowas kann man sich hier mit den Tools von JFD, mit der Erweiterung selber bauen. So, und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sich denn die Top 10 Werte nach Gewichtung sind die hier. Also das heißt, wie gesagt, die Top 10, die größten 10 Werte mit der größten 10, mit der Gewichtung, habe ich mir mal hier reingelegt, und man sieht schon, dass die großen Top 10 Werte alle mit einmal gefallen sind. Also wenn man hier guckt, um 12:27 Uhr, ja, sind alle Werte mit einmal durchgeschossen. Und solche Phänomene sieht man halt eigentlich nur, wenn sozusagen so eine größere Order reinkommt und die sozusagen hier wirklich die Top 10 Werte von der Gewichtung her reinballert. Ja. Und das ist halt ein sehr, sehr interessanter Blick, und das lässt so ein bisschen vermuten, dass das halt auch eine größere Order ist. Also ich kann es immer nur, wie gesagt, man sieht ja hier, während des Handelstages ist kaum Action in diesen Werten. Also das heißt, die Einzelwerte sind jetzt da wirklich nicht so, werden gar nicht so extrem hoch und runter gehandelt, aber es sind halt immer einige Werte, die halt ausschlaggebend sind für die DAX-Veränderung. Und das ist heute unter anderem einmal die Adidas-Aktie gewesen, die eigentlich von der Gewichtung auch relativ weit hinten dran ist. So, und jetzt schauen wir uns hier nochmal das an, wie der Markt hier gelaufen ist. Also es das heißt, wenn man jetzt hergeht, ist sozusagen der Startschuss gefallen um 11:27 Uhr. Also 12:27 Uhr mit Bayer, SAP, BASF und Daimler. Das ist der Startschuss. Das, was man jetzt hier sieht, ist ein 1-Minuten-Chart. Dann in der nächsten Kerze folgte dann sozusagen noch Siemens mit als absolutes Schwergewicht, und die haben dann wahrscheinlich den Auslöser auch noch gebracht, dann für 12 Uhr, also 11, also 12:29 Uhr dann in dem Schub nach unten. Und dann kommen dann die ersten, die dann auch anfangen zu kaufen, das Eindecken, und das sieht man dann auch gleich die Gegenbewegung. Ja, also das finde ich halt schon interessant, und kurioserweise ist das nur in den ersten Top 5 die Bewegung. Und jetzt schauen wir uns nochmal Platz 6, 7, 8, 9 und 10 an. So, und da gehen wir jetzt hier auch nochmal rein in den 1-Minuten-Chart. So. Und da sehen wir es jetzt, warte, jetzt muss ich ausmachen. So. So, und dann sehen wir jetzt hier, dass hier Allianz noch mit dabei war, Deutsche Telekom war mit dabei, Adidas, ach so, na gut, ach so, jetzt habe ich natürlich, Adidas ist Platz, jetzt habe ich, oh ey, was für ein Denkfehler heute. Adidas ist natürlich Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Adidas Platz 8. Waren hier nicht mit dabei, aber klar, die haben ja 7% eh schon plus gemacht. Fresenius ist noch genauso mitgelaufen, und auch die Deutsche Post hat so ein ganz bisschen mitgemacht. Aber deutlichst zu sehen noch in der Allianz und in der Deutschen Telekom. Da ist noch am allerdeutlichsten zu sehen, und in der Fresenius. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir da kann man ausgehen, oder davor kann man, oder da sieht man durchaus, dass so, wie das dann auch in der Kasse dann aussieht. Und für mich ist das auch eine große Order halt in der Kasse gewesen, die da mitgelaufen ist. Also von daher ganz interessant zu sehen. Und wenn man das manchmal live tickern sieht, kriegt man so ein Gefühl dafür. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas halt immer mit offen. Ich hatte das früher auch mit anderen Tools. Also man kann sich das auch in Guiden zusammenbauen.
Mit den Werten habe ich ja auch einen entsprechenden Desktop, habe ich auch schon öfters immer mal geteilt, diesen Desktop, den man sich da genauso reinziehen kann. Man müsste den, glaube ich, jetzt mal anpassen. Müsste man jetzt einfach mal anpassen, diesen Desktop. Ich kann ihn aber gerne noch mal teilen. DAX-Gewichtung ist das, glaube ich. Und man muss den jetzt noch mal anpassen. Siemens ist noch oben. Wartet, oder nee, wir nehmen den hier. Das sind die Charts mit dabei. Einzelwerte, DAX-Gewichtung, Charts. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den. Wie gesagt, wir haben jetzt ja ein Update gekriegt. Jetzt mal gucken, ob die überhaupt laufen, die Charts. Kann sein, dass die so alt sind, dass ich das nochmal neu machen muss. Ah, dann mache ich das halt nochmal neu. Also ich würde sowieso eh für mich privat mache ich das. Genau, die Charts sind zu alt, deswegen wird das nicht mehr hochgefahren sozusagen, der Desktop. Genau. Ja, das liegt an dem Desktop. Ja, gut, jetzt hängt sich das dann wahrscheinlich auf, weil das hier über 30 Charts sind. Ja, wissen wir doch. Gut. Aber das kann ich nochmal machen, das ist gar kein Problem, das ganze Thema nochmal zu machen. Ja, muss man sich einfach die Werte reinziehen und dann hat man es ja auch. Ja, und da kann man sich die Werte auch so reinziehen und wie gesagt, ich habe so ein bisschen als Kontrolle halt einfach im Hintergrund mit drinne liegen und finde es eigentlich relativ gut, weil wenn mal hier ein Wert plötzlich anfängt loszutackern, dann sieht man das und da merkt man, oh, da ist vielleicht, da könnte was kommen und wenn es sogar noch bei einem großen Wert ist, dann auf alle Fälle. Also das vielleicht da rein. Das Tool, die Frage ist jetzt, welches Tool hier man nutzen muss. Das ist, glaube ich, das Tool. Also ich habe auch einfach privat für mich alle Tools, die hier JFD in der Erweiterung anbietet, mit angeboten. Also JFD und Admiral Markets haben das, glaube ich, jetzt beide auch. Chart in Chart heißt das Tool. Und dann muss man sich die entsprechenden Aktien laden und das dann da reinziehen. Genau, und dann hat man es schon. Okay, ja, und das kann vielleicht so ein bisschen die heutige Erklärung sein für den entsprechenden Markt. Ansonsten, ja, wie gesagt, wieder typisch, der Markt jetzt um die 12.000 Punkte. Wir werden mal sehen, was jetzt mit den Amis passiert. Also das heißt, wir werden jetzt mal einen Blick in die Amis reinwerfen und mal schauen, was wir dort entsprechend sehen. Dann kam noch gerade der Hinweis, in solchen Situationen ist gut, einen Stop zu haben. Auf alle Fälle, wie gesagt, man sollte einen Maximum-Stop immer haben. Ich habe keine Ahnung, ob man die Order hat kommen sehen vielleicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich war nicht da. Also für mich ist das Spekulation, was ich eventuell getradet hätte. Aber da war ich gerade 2 Minuten am Rechner, wäre durchaus die Überlegung hier, den Plop zu traden. Das wäre auf alle Fälle durchaus eine Überlegung für mich, ob ich, also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich von der Bewegung mitbekommen hätte. Aber das wäre schon mal was, wo ich ja heute auch in dem Punkt 10 Uhr Webinar habe ich ja auch hier diesen Plop hier getradet. Nach oben Richtung 12.000 hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Also das heißt, das, was heute früh oder derjenige, der heute früh gekauft hat, der kauft an der gleichen Stelle am Ende auch wieder. Und von daher muss man das eigentlich ganz gut, ja, ganz gut. Oder kann man das eigentlich ganz gut umsetzen, ja. Wegen Adidas war mein Fehler. Ich war irgendwie gerade verkehrt, ja klar. Also Adidas Gewichtung ist eine ganz andere. Ich war gerade gedanklich da nicht auf der Höhe. Zumal ich mir ja heute, muss man sagen, auch heute extra nochmal selber schauen wollte, wie die Gewichtung ist. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt für einen Wert im Hinterkopf hatte, keine Ahnung. Aber ich habe mir extra heute sogar vom DAX die Kursliste gezogen mit der Gewichtung, um zu schauen, wie denn die Gewichtung hier ist. Spalte AG ist das immer. Ja, und da sieht man ja hier Adidas. Adidas, wo sind sie denn? Da, Adidas. Da. So, das ist die Gewichtung von. Das ist die Gewichtung Adidas von gestern. 2,8%. Siemens aktuell 10,3%, 8,2, 8, 8, 8, 8, 8, 8. So. Ja. So sieht's aus. Genau. Also von daher sieht man ja, was da an Gewichtung da ist, aber das sind die doch gerutscht. Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also das jetzt. So weit hinten. Das ist von gestern. Ich habe da nur nicht weitergemacht, weil ich dort, ja, bei mir sind die auf Platz 7.
doch so weit abgerutscht. Siehst du, ich habe das noch erst gerade eben vorhin gerade geordnet. Ja, ich hatte die jetzt irgendwas mit 5% oder so gedacht. Gut, dann halt doch nicht. Also da sieht man Adidas, aber nichtsdestotrotz, aufgrund des Sprungs waren sie heute für entsprechend halt 25 Punkte gut. Ja. Alright, dann gehen wir kurz mal rein. Dann gehen wir kurz mal rein in das ganze Thema Trading. So ein bisschen bis 16 Uhr, bis unser Gast kommt. Und schauen uns mal den Dow Jones an, würde ich mal sagen. Und gucken wir mal jetzt die Eröffnung. Ersten 5 Minuten trade ich ja nicht. Aber vielleicht auch da nochmal gezeigt, wie man denn so einen Markt durchaus vielleicht handeln könnte. Das heißt, wir machen ganz kurz einen Überblick über den Dow Jones. Ich hole mir den mal hier im 5-Minuten-Chart her. Wo steht er denn? Da ist er. Der junge Herr Dow. So. Und was wir sehen ist auch, wenn wir uns jetzt mal den Dow Jones betrachten, jetzt gucke ich mal, wie hier der Stift jetzt funktioniert bei mir mit dem neuen Tool, aber ich glaube, da geht auch, der bleibt bei mir auch nicht stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, irgendwie an meiner Grafikkarte, habe ich mir sagen lassen. Aber tendenziell sieht man ja hier den Abwärtstrend. Ah, hält doch nicht. Ja. Den Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz sehen wir aber auch hier im Dow schon die starke Aufwärtsbewegung, also der Dow war gerade oder eröffnete knapp unter seinem Tageshoch und wir haben hier eigentlich einen sehr guten Widerstand, nämlich das Tageshoch von gestern. Und jetzt werden wir mal gucken, wie kann man denn entsprechend hier dran partizipieren? Ja. Tonstörung. Okay. Also wenn ihr Tonstörung oder sowas habt, dann durchaus bekannt Bescheid geben, weil wie gesagt, vielleicht liegt es auch am Update, Mann. So. Alles gut, okay. Alright, denn also Tageshoch von gestern ist eingezeichnet. Ich zeichne es trotzdem nochmal grün ein, damit man es nochmal ein bisschen besser einfach vom Blick her sieht. Also Tageshoch von gestern, Tageshoch von vorgestern zeichnen wir uns auch ein. Und dazu nochmal das Tagestief auch von gestern, von vorgestern meine ich, sorry. Also Tagestief von vorgestern hier oben machen wir uns auch grün, rot, Tagestief von vorgestern. Dann das ganze Thema noch, das 0 Uhr ist 1 Uhr. Ich würde das Tagestief hier anlegen, nicht das von 0 Uhr. Also das ist für mich das Tagestief von gestern. So, und ja, was sehen wir jetzt? Und hier merke ich auch immer wieder in meinen Privatcoachings, die ich auch so mache, oder ist nur noch einer, bald startet ja mein Gruppencoaching, ist oftmal, dass viele Leute zu oft sich in eine Lage reindenken, die noch gar nicht da ist. Also es das heißt, die Gedankenwelt vieler Trader nimmt sehr viel voraus, was noch gar nicht existent ist. Also für mich wäre jetzt die folgende Punkte, die ich jetzt als Fakt ansehen würde, also die jetzt gerade entstanden sind. Das heißt, ich habe hier eine Aufwärtsbewegung, die ginge halt hier bis zum R1. Ob das jetzt nun gut ist oder nicht gut ist, spielt für mich gar keine Rolle. Jetzt haben wir die Korrektur und viele setzen voraus, dass nach so einer Korrektur der Markt wieder im Trend gehen muss. So, und da sage ich, warum muss der denn da gehen? Warum darf der denn nicht weiterfallen? Naja, ist doch ein Trend. Ja, aber gut. Viele unterschätzen, dass die meisten Märkte sich ja nur von A nach B bewegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder das Alternativszenario, dass der Markt komplett hier runterfällt, ist für mich genauso gegeben. Das heißt, wenn wir jetzt hier das letzte lokale Hoch erreichen, dass der Markt komplett nach unten dreht und jetzt auch wieder die Denke eines Traders, je weiter es runtergeht und wir in die Tagestiefs von gestern und vorgestern reinfallen, desto schwächer wird der Markt, desto mehr baut sich die Korrektur aus und desto mehr kann es halt nach unten gehen und dann plötzlich stehen wir am Intraday-Tief. Das kann sich irgendwie immer keiner vorstellen, aber die Märkte, also man sollte seine Meinung nicht zu stark vorgefasst haben. Also das ist immer ein typischer Fehler, den ich immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Tradern unterhalte, die eine sehr starke vorgefasste Meinung haben und sozusagen mehr versuchen, alles zu sehen, um die vorgefasste Meinung umsetzen zu können, obwohl sie gar nicht mehr aktuell ist oder obwohl der Markt das vielleicht gar nicht mehr hergibt oder sich der Markt aufgrund seiner Struktur, seines Verhaltens verändert hat. Das können die Trader nicht mehr aufnehmen, weil sie sich immer wieder in die Lage reinversetzen, das muss so laufen, wie ich mir das denke. Aber das ist verkehrt.
Die richtige Sichtweise ist immer die, und das ist auch eine Sichtweise, die man sich über viele Jahre antrainieren muss, ist nicht zu denken, was ich denke, sondern zu denken, was macht der andere gerade. Das ist der wichtige Punkt. Ja, und von daher geht es nicht darum, was ich denke. Was ich denke, ist sowas von irrelevant. Aber ich versuche natürlich trotzdem mitzudenken, ganz klar. Ja, aber wenn ich es mal mit einem Fußballspiel vergleiche, versuche ich jetzt hier nicht auf den Ball zu schauen, sondern ich versuche vorauszudenken, wo denn der Ball hingespielt werden kann. Das heißt, wenn ich bei einem Fußballspiel immer den Ball hinterher renne, werde ich bei einem Schnellspieler den Ball nie kriegen. Also wenn ich versuche, dem Robben den Ball abzunehmen, wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Sondern wenn ich aber weiß, wo der Robben hinschießt oder hinflankt oder was auch immer er sozusagen typischerweise macht, dann kann ich mich da vielleicht darauf vorbereiten und kann das anfokussieren. Und genauso ist es auch im Trading. Ich sollte mich darauf fokussieren, was passieren könnte und nicht, was gerade passiert. Ich habe das gestern bei den IB Days, bei dem sozusagen Mitbewerber, Broker, für den ich noch tätig bin, auch gezeigt. Das heißt, ich habe dort auf den Widerstand von vornherein gesetzt. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie der Markt jetzt oder was der alles noch machen könnte, sondern ich habe mich auf ein Szenario fokussiert, habe diese Alternative aufgrund des Verlaufs gewählt und lag damit halt richtig. Ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur ein Beispiel gesucht und der Name ist mir nur gerade eingefallen. Also, ich habe keine Präferenzen zum Fußball. Nicht wirklich. Also, von daher. Ja, genau. Also von daher müssen wir jetzt schauen, wie sich der Markt hier oben verhält. Also sehen wir hier oben wirklich Käufer oder wird in diese Hochs hineinverkauft? Das zeigt uns eigentlich hier denn schon die nächsten ein, zwei Kerzen an. Natürlich, jetzt kommt diese Frage, die auch ganz normal ist und auch typisch ist, ob nicht der Markt jetzt hier oben am R1 jetzt abprallt. Und da sage ich, ja, heute könnte es passen. Morgen kann der R1 aber an einem ganz anderen Punkt liegen, weshalb der R1 gar keine Bedeutung hat. Es kann vielleicht sein, der Markt fällt auf den Pivotpunkt breiter total sauber ab und dann ist das alles gut und schön. Der Pivotpunkt als solches oder der R1 wird immer nur dann funktionieren, wenn sich der Markt sozusagen im Sinne dieser Marken verhält. Also das heißt, wenn er sich daran orientiert. Ja, und von daher weiß ich nicht, ob das heute ist. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, kann man sagen, der hat den R1 überschritten und fällt jetzt erst zurück. Also das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt zwei gleitende Durchschnitte und sage, wenn der Markt jetzt noch ein bisschen weiter fällt, weiß ich ja, die gleitenden Durchschnitte gehen nach unten oder die kreuzen sich und es gibt ein Verkaufssignal. Kann man ja einfach mal simulieren, indem wir mal zwei gleitende Durchschnitte hernehmen. Und können ja einfach mal sagen, die werden jetzt da geschnitten und dann ist fertig, ja. Und das heißt dann für mich Tendenz Average, Moving Average. So. Wir ziehen jetzt mal einfach einen rein. Was nehmen wir? Einen kurzen, einen 20er nehmen wir mal und den machen wir blau, ganz einfach. Also müsste man wahrscheinlich noch einen kürzeren nehmen, damit das funktioniert. So, und dann nehmen wir hier noch einen Zehner. Oder machen wir 10 und so. Blau ist natürlich doof, ne? So. So, wenn ich jetzt mal ganz kurze nehme, machen wir hier 10 und 3 oder 10 und 5, so als Beispiel. So, warum auch immer, ne? So, je weiter der Markt jetzt fällt, desto mehr fangen die Dinger an zu schneiden. Und dann sagt man sich, alles klar, wenn die sich jetzt geschnitten haben, diese kurzen, kleinen Durchschnitte, dann kann es ja durchaus sein, dass der Markt jetzt wieder runterfällt, dass wir oben sind. So. Was man dahinter vergisst, ist aber, dass die Struktur dahinter viel, viel wichtiger ist. Also das heißt, gibt es jetzt einen Käufer oder gibt es keine Käufer? Und da viele sagen immer, jetzt schneidet der Indikator und das ist die Ursache, das ist die Ursache für den nachfolgenden Verlauf. Ist aber nicht so. Und das ist halt, was viele halt nicht unbedingt oder was viele sozusagen immer vergessen, dass kaum Händler hier auf solche gleitenden Durchschnitte gucken. Also wenn man bei irgendwelchen Pros auf dem Bildschirm guckt, da ist der nackte Chart drauf und es wird sozusagen einfach den Preisbereich gehandelt. Ja, die wenigsten handeln auch mit irgendwie einem Kontrakt. Also die hier im Dow Future rumhandeln, die handeln irgendwie mit 50 bis 5.000 Kontrakte.
Und ja, und da ist natürlich so, dass man jetzt sagen kann, der Markt prallt jetzt am R1 ab, aber ob das wirklich jetzt, das ist ein Grund, das kann ein Grund sein für Verkaufsorders, aber das wird in den wenigsten Fällen der Grund sein für einen professionellen Händler dort zu verkaufen. Das ist so alles so industriegemachtes Zeug. Ich muss mal sagen, ich habe ja auch eine Zeit lang nach Pivotpunkte gehandelt und ich auch sage auch zu jedem, also jeder soll auch das drinnen lassen, was für ihn Sinn macht. Und wenn er einfach feststellt, dass der Pivotpunkt oder die R1 da, also die Ableitung davon sinnvoll ist, also das ist jetzt egal mit welchem Indikator, dann ist das auch sinnvoll und wenn er damit gute Ergebnisse erzielt. Also wie gesagt, ich habe gestern mich mit einem Trader unterhalten, der sagt da, ich habe aus 90er immer noch irgendwo ab und zu mal gucke ich auf die Stochastik und sie gibt mir heute immer noch mal ein bisschen eine Sicherheit. Ja, also von daher, wie gesagt, lasst das drinnen, solange das für euch einen Nutzen hat und einen Mehrwert bringt. Ich möchte nur allgemein festhalten, dass jeglicher Indikator welcher Art immer dann funktioniert, wenn der Markt genau sich in diesen Rahmenbedingungen für den Indikator verhält. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und solange es nicht passiert, weil ich sage jetzt mal, wenn eine große Kauforder drin ist, mal als Beispiel, es ist eine große Kauforder drin, dann spielt selbst so ein R3 keine Rolle. Dann geht der Markt einfach gnadenlos da durch. Das muss man aber erkennen können. Und aus dem Grund habe ich einfach sowas nicht mit drin. Gut, ein kleiner Blick in meinen Premium-Service. Also wie sieht es denn da aus? Das heißt, wenn wir jetzt in meinem Premium-Service drinne wären, würde man jetzt hier den 5-Minuten-Chart sehen und dazu den 1-Minuten-Chart. Wo ist er hin? Den habe ich jetzt gerade verschoben. Und das Ganze dann sozusagen, und ich muss das mal noch ein bisschen zurechtschieben. So, den 1-Minuten-Chart, so sieht das dann bei mir aus. Wie gesagt, wir haben jetzt keine richtig ausführliche Analyse gemacht, weil wir uns ja auch viel über den DAX gerade unterhalten haben. So, wenn ich das dann habe, das ganze Thema. Redock Terminal. So. Dann kommt noch da hinzu, weil nämlich gerade die Frage nach Footprint Charts waren. Also Footprint Chart habe ich jetzt im Chart als solches nicht drin, aber ich habe immer einen Blick zum Beispiel. Ja gut, Footprint habe ich schon drin, wenn ich den hier zeige. Das heißt, meinen S&P 500 Future, aus denen ich halt viel Informationen rauslese. Ja, und noch meinen sozusagen Dow Future im 5-Minuten-Chart, der dann hier angezeigt wird. Ja, und daraus lese ich dann meine Informationen. Also das Volumen ist für mich mittlerweile unerlässlich. Das brauche ich einfach, um so ein bisschen noch zu sehen, was einfach dahinter passiert. Ja. So. So, jetzt haben sich die kleinen Durchschnitte, die ganz kurzen kleinen Durchschnitte geschnitten und trotzdem geht dann der Markt nach oben. Ja, sowas muss man halt abkönnen und ja, sowas muss man halt richtig interpretieren und von daher, wie gesagt, wenn man das richtig interpretiert und sagt, ja, die schneiden sich jetzt wieder, jetzt geht der Trend weiter, ist ja auch alles okay. Also wichtig ist für einen selbst, dass man sozusagen immer versucht, die Ursache, wenn man die Ursache kennt und das noch einbettet in seine persönliche Geschichten, also in seine persönliche Vorstellung und das passt alles zusammen, dann ist es ja auch wirklich okay, wenn man das nutzt. Ja. Gut, also wie gesagt, Footprint Charts als solches nutze ich. Ich nutze es wahrscheinlich anders, wie viele andere es auch nutzen. Das heißt, für mich ist jetzt hier nicht jeder Tick irgendwie interessant, sondern wie gesagt, es kommt immer darauf an. Wenn ich der Meinung bin, jetzt ist gerade ein wichtiger Preisbereich, dann schaue ich sehr genau darauf, wie sozusagen die Futures abgearbeitet werden, weil auch hier vielleicht nochmal, warum ist es denn überhaupt so interessant, auf Futures zu gucken, weil dann viele sagen, was soll ich mit den Futures? Ich handle im CFD, Futures für mich völlig uninteressant. Aber der Future-Markt ist der reelle Markt, das ist der richtige Markt, da wo gehandelt wird, da wo Umsätze getätigt werden, da wo Leute für Unternehmen handeln, für Institute handeln, sich hedgen müssen, Positionen aufbauen müssen und so weiter und so fort. Und da habe ich halt den reellen Markt und deswegen ist der Blick für mich in den Futures so extrem wichtig. Diesen zu haben. Ich stelle mal hier noch schnell was ein, damit wir die Zahlen an jedem Bar sehen. Lasst mich mal noch schnell was einstellen. An each bar und scale front yes und on the right side. So. Und deswegen ist das für mich sehr wichtig, den Future zu haben, denn
Ich kann hier im Future denn schon auch sehr früh erkennen, wenn zum Beispiel einem Hoch nichts mehr reinkommt an Volumen. Also das heißt, man sagen kann, okay, die Käufer sind jetzt erstmal satt, die sind durch in der ersten Welle. Jetzt kommen ein paar Shorts, die da aufgebaut werden. Da muss man mal gucken, wie die Shorts aufgenommen werden. Und wenn da kein größerer Verkaufsdruck reinkommt, dann kann ich das ganz gut analysieren. Oder ich sehe zum Beispiel, so wie jetzt hier im Dow Future, schaut man hier oben rein, entsprechend in den obersten, in dem Bereich, den ich jetzt hier markiere, ja, da sieht man auch, hier wurden einmal auf der linken Seite 160 Kontrakte und darüber 150 Kontrakte gekauft. Also im Vergleich jetzt zu dem Rest der Kerze wurde hier oben sehr, sehr viel gehandelt. Das heißt, irgendjemand hat mal jetzt gerade den Markt geblockt. Also das heißt, hier wurde im Verhältnis zu der restlichen Kerze relativ viel Volumen umgesetzt und der Markt geht nicht höher. Was bedeutet, dass in dem ersten Anzug der Kerze vielleicht ja auch Leute sozusagen hier per Limit sich reinstellen und dort erstmal Positionen loswerden möchten. Das heißt, vielleicht Leute, die sozusagen nicht mehr dran glauben, dass der Markt neue Hochs machen, stellen sich per Limit Sell rein und die können jetzt nicht rausgenommen werden. Und das ist auch so ein typischer Grund, warum zum Beispiel ein Markt nicht immer ein neues Hoch macht, bevor er fällt. Ja, wenn vorher viele, die hier aufgebaut haben, in der zweiten Welle rausgehen, zu viele rausgehen, würde der Markt jetzt tendenziell hier versuchen, nach unten zu gehen oder eher fallen? Also das wäre jetzt die Tendenz. Jetzt gucken wir mal, wie der Rücksetzer ausfällt und vielleicht kriegt man ja hier noch einen Trade jetzt rein. Also ich schaue auf der einen Seite jetzt mehr auf die Short-Seite. Wir sehen im S&P trotz alledem immer noch weiterhin Kaufvolumen. Wann würde ich den Long machen? Den Long würde ich jetzt machen, entweder von relativ weit unten in Richtung der 20.946 bei JFD. Aber ich würde so, je näher wir an die 20.946 rangehen, desto weniger würde ich long werden, weil das für mich hier oben ein Widerstand ist. Im Future sehe ich das. Im Candle-Chart nur kann ich das gar nicht interpretieren. Kann ich ja nicht wissen, wie viel hier oben gehandelt wurde. Und ist das vielleicht ein Preisbereich, der am Ende gar nicht mehr überwunden werden kann? Und wenn ich aber sowas im Volumen sehe, dass so ein Markt vielleicht 3, 4 Mal angelaufen wird und der Markt einfach nicht höher gehen kann, ja, dann ist doch dort ein Verkäufer. Und wenn dort ein Verkäufer ist, dann kann ich mich da long handeln wollen, wie ich möchte. Es wird halt nicht durchgehen. Außer die Käufer sind so aggressiv, dass sie den Markt da durchbringen können. Und das ist bis jetzt ein ganz guter Grund, dass man hier sich per Limit Sell reingestellt hat. Und sowas kann ich halt total super aus dem Future halt herauslesen. Ich habe vorhin gerade noch eine Frage gesehen, dass das hier für manche natürlich jetzt so ein Future-Plattform zu installieren alles sehr, sehr schwer ist. Also ich biete da durchaus meine Hilfe auch an, hier und da. Aber ja, das jetzt in zwei Sätzen zu erklären, wird natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Also da am besten eine Mail direkt an mich, entweder über meine Homepage skype-trading.de, da ist oben links eine info at skype-trading.de Mail, da nochmal nachfragen und dann unterstütze ich auch da durchaus den Fragenden mit einer gezielten Antwort. Sofern es noch mehr Fragen zum Linear Trader gibt, kann man das durchaus auch gegen Ende des Webinars nochmal machen. Ja. Bei YouTube gibt es Haufen Filme über Linear Trader und wie man das installiert und einstellt, gibt es entsprechend auch. Genau. Gut, ja, also der Markt deckt jetzt hier nach unten ein, also genau, und das ist halt das, mal ganz ehrlich, das hier, was jetzt hier gerade passiert ist und das, was ich hier gerade eben live markiert habe, das kann mir halt kein Candle-Chart zeigen. Ja? Und das führt am Ende jetzt genau zu den Eindeckungen. Und genau jetzt läuft er hier an meinem Strich lang. Ich habe natürlich jetzt keinen Trade. Hier kommen, fliegen jetzt gerade die Stops auf der Unterseite. Und das ist natürlich schon genial. Ja, dass man, das ist natürlich schon genial. Ich meine, ich konnte jetzt hier keinen Trade machen. Weil ich hätte jetzt hier nochmal geguckt, vielleicht ob es nochmal einen Long gibt, also hier in die Richtung. Aber jetzt hier oben direkt einen Short Trade kann man machen, wenn man jetzt hier unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze reingeht, also bei 20.933, da war ich jetzt aber zu langsam. So, jetzt kam der Ausstopper gerade. Jetzt wird wieder eingedeckt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Rad hier richtig weiter spinnen können. Das heißt, jetzt kommt die Frage, kommt aus dieser Konstellation heraus nochmal der direkte Anlauf an die 20.946? Wäre jetzt gar nicht so untypisch, wenn das passieren würde. Ich sage jetzt mal Folgendes. Solange wir jetzt so unterhalb der 20.935 bleiben, also wenn wir jetzt keine steigenden Tiefs sehen, gehe ich durchaus davon aus, dass der Markt
nochmal ein Stück weiterfallen kann. Wir müssen im Hinterblick hier auf der rechten Seite den S&P Future mit im Hinterblick haben, weil der S&P Future ist sauber im Trend. Der S&P Future hat gerade mal das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze erreicht, wohingegen jetzt der Dow Jones schon das Tief der letzten 15 Minuten unterschritten hat. Also wir sehen, dass der Dow Jones, ich schiebe das hier noch ein bisschen rüber, doch recht, recht schwach ist, ja. Okay. Also den Short, wie gesagt, kann man auf der Pfanne haben und sehr interessant einfach, wie gesagt, und das vielleicht nochmal zu darzulegen, ein sehr gutes Future-Beispiel, dass man hier oben das im Future, wie gesagt, man kann das erst markieren, wenn der Markt davon weggeht. Aber wenn man jetzt sich hier sozusagen das mal noch so darstellt, dann sieht man in der Kerze, dass wir das höchste Volumen an dem Schatten haben. Und das ist halt auch sehr interessant, dass wir in einer Hammerkerze oder in einem Shooting Star, ist jetzt zwar kein ganz sauberer, aber in solchen Kerzenkonstellationen haben wir oftmals das höchste Volumen an den Tiefpunkten. Und das ist auch sehr interessant. Gut, also wie gesagt, ich gehe von weiter fallenden Kursen aus. Aktuell, wenn auch sofern der S&P hier noch ein Stück mit nach unten mitmacht. Und wie gesagt, wichtig ist jetzt zu schauen, wie die Formation nach unten jetzt sich so langsam aufdröselt und wie sich das Ganze hier aufdröselt, so kann man sagen, also vollendet. Die 5-Minuten-Kerze ist schwach, wir haben es. Interessant wird es dann sicherlich auch nochmal Richtung 16 Uhr. Ja, also wie gesagt, und diese Geschichte, die hier erzählt wird, die Kerzen mir erzählen, da muss man auch versuchen, die richtig aufzunehmen. Und das Lesen zu lernen, ist, glaube ich, so mit die Hauptaufgabe, die man entsprechend hier als Trader haben muss. Und und dann ist man schneller wie jeder andere Indikator. Wie gesagt, jetzt schneidet dann doch nun der gleitende Durchschnitt auch wieder jetzt nach unten. Ja, und da muss man überlegen. Weiterhin kann man es jetzt wiederum als erneuter Abpraller am R1 interpretieren. Ich weiß nicht, was es noch für Indikatoren gibt, die vielleicht jetzt einen fallenden Markt bevorzugen. Und das kann auch richtig sein, dass das jetzt genauso stimmt. Kann aber auch sein, dass es in den nächsten 10 Minuten wieder hochgeht. Wir achten jetzt hier im Future oben rechts im Dow Future auf die 20.925. Da haben wir eine 100 Kontrakte-Order im Kauf. Das ist vielleicht eine schöne Take-Profit-Order von jemandem. Mal gucken, ob sie jemanden haben will. Wenn jemand die haben will, dann kann man durchaus den gewissen Druck im Markt unterstellen. Ja, und da kommt er auch schon. Ja. Also das heißt, mal sehen, wie die Order jetzt rattert. Die Limits werden ein bisschen verschoben. Also wenn Limits verschoben werden, geht man durchaus auch davon aus, wenn jetzt diese Bewegung entsteht, dass man vielleicht auch seine Stücke noch ein Stück tiefer losbekommt. Also das heißt, dann sagt man sich, okay, bevor ich bei 20.925 mein Take Profit oder meine Limits mitnehme, dann lege ich die hier so ein bisschen nach unten noch rein. Und wenn die Verkäufer das Volumen wollen, dann passiert genau das, was jetzt gerade passiert. Sie rasieren das ab und dann kann man seine Limits schön nach unten wegschieben und versuchen noch ein paar Punkte mehr zu machen. Das ist das gerade, was jetzt gerade hier reingekommen ist mit dem Druck. Das war jetzt ein bisschen zu schnell für mich, aber tendenziell passt es, sei es mal rein von der Denkweise her, läuft es nach Schema F, kann man sagen. Ja, also dass der Markt hier doch jetzt Druck aufbaut. Gerade kommt noch eine Frage betreffend des Gruppencoachings. Das startet im Mai. Die Plätze sind fast voll. Also wie gesagt, da kann man sich jetzt nur so registrieren. Aber wer die Information dazu haben möchte, der geht auf die Seite skype-trading.de. Nee, nicht Login. Gruppencoaching. Ich habe das jetzt öffentlich gemacht. Und findet dort entsprechend alle Informationen und auch noch so ein Ausfüllformular, welches man ausfüllen kann. Auf der rechten Seite kann man das ja ausfüllen. Ich möchte einen Platz reservieren oder ich habe noch mehr Fragen. Hier ist alles aufgedröselt zu dem Gruppencoaching. Also ich stelle den Link einfach mal rein und dann kann man sich das anschauen. Okay. So. Spielt der MACD eine Rolle, um die Länge der Bewegung zu sehen? Spielt also für mich in meinem Fall, ist eine gute Frage. Ich habe früher nach MACD, Stochastik, alles getradet, aber auch der MACD ist sozusagen ist ja nur eine Ableitung des Kursverlaufes, des rückliegenden Kursverlaufes. Und das ist, wenn man das betrachtet, zeigt das mir immer den rückwärtigen Raum an, wie der sich verhalten hat. Und ich versuche aus dem Indikator die Zukunft zu lesen. Für mich ist es einfacher zu sagen, wir haben jetzt eine Abwärtsbewegung. Und wenn aus dieser Abwärtsbewegung direkt eine neue Aufwärtsbewegung entsteht, dann nützt mir der MACD als solches nichts. Aber wenn jetzt diese Abwärtsbewegung tendenziell fortgeschrieben wird, dann hilft mir der MACD natürlich, weil er dann genau dieses Gefüge hier untermauert.
und mich dazu bringt, dass ich vielleicht auch die Short-Seite trade. Aber im Normalfall ist es eigentlich immer einen Blick in den Rückspiegel und nicht einen Blick in die Zukunft. Also das heißt zu gucken, was kann als nächstes passieren, bis wohin kann denn der Markt fallen, sich darüber halt Gedanken zu machen. Also die Analyse als solches geht jetzt ganz gut aus. Problem, was ich jetzt ein bisschen habe, ich finde hier gerade keinen wirklich guten Einstieg in dem Markt noch. Das heißt, ich müsste ohne Rücksetzer relativ tief einsteigen in die Shorts. Das würde bedeuten, ich muss jetzt hier sagen, ich gehe hier unten Risiko ein und das bin ich gerade nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Wenn wir uns jetzt hier den 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir hier im 5-Minuten-Chart, dass wir durchaus nochmal jetzt vielleicht die allerletzte Chance bekommen, um eventuell nochmal hier die Attacke auf der Oberseite zu starten. Das heißt, wir haben jetzt genau das vorbörsliche Hoch erreicht. Und das wäre jetzt für mich die letzte Chance, dass nochmal eine Attacke nach oben geht. Wenn die jetzt nach oben versagt, dann würde ich schauen, dass wir hier vielleicht tendenzmäßig dann komplett nach unten fallen in Richtung der 20.897. Und dort müsste man dann mal gucken, ob der Druck wirklich anhält oder auch wieder nachlässt, um dann hier vielleicht wieder die Longseite zu nehmen. Also wie gesagt, im Kopf ist das relativ gut alles schon abgehakt. Also zu schauen, wann kommt nochmal eine Attacke auf der Oberseite, wie weit geht sie denn? Geht sie bis zum Beispiel bis 20.925 oder geht sie nochmal ein Stück höher? Rein jetzt aus dem 5-Minuten-Chart her ist jetzt für mich wichtig, dass der Markt hier keine starke Dynamik nach oben zeigt und im Idealfall hier unter diesem Punkt drunter bleibt, weil dann hätten wir ein schönes, richtig gutes 1, 2, 3 hoch, welches mir jetzt dann die Chance auch gibt, dann weiter die Short-Seite zu traden. Aktuell ist es ein bisschen schwer, weil das ja auch nochmal ein Unterstützungspunkt ist. Wenn man das vielleicht nochmal sich ein bisschen grafisch anzeigen lassen möchte, dann sieht das ganze Thema wie folgt aus. Heißt, wir haben sozusagen hier einen, heute nicht den Textmarker, den Stift, einen schönen Aufwärtstrend gerade eben. Also wir haben hier eine Aufwärtsbewegung gesehen, die relativ lang war im Verhältnis. Dann kommt der Markt hier nach unten, kommt ein Stück hoch, relativ weit nach oben. Das war hier dieser Peak auf der Oberseite mit dem Volumen. Und jetzt fällt der Markt hier nach unten. Ich habe es vielleicht ein bisschen doof gezeichnet so. Ja. So, jetzt fällt der Markt nach unten und kommt hier genau auf diesen Punkt 2, also diesen alten Ausbruchspunkt drauf. Und jetzt ist für mich noch die Frage, prallt der Markt hier nochmal ab und fällt dann wirklich nach unten? Oder kommt die Alternative, die ich immer mit im Hintergedanken haben muss, dass der Markt vielleicht am Ende so einen Trend hat? Ich zeichne den jetzt mal pink. So, ich meine, solche Trends gibt es auch zuhauf am Meer. Und das kann auch durchaus passieren. Oder zumindest, wenn der Markt auf der Oberseite nicht fortgesetzt wird, dass er vielleicht in eine Seitwärtsrange reingeht. Aber egal, wie er nach oben gehen würde, wenn ich jetzt hier unten die Shortseite suche an dem Punkt und der Markt zieht irgendwie da hoch, habe ich ein Problem. Egal, ob jetzt der Trend weiter oder nicht, auf alle Fälle mache ich einen Verlust. Und deswegen dort das Ganze halt im Hinterkopf haben, ja, also diese Variante. Und deswegen muss man immer entscheiden, ich habe einen gewissen Verlauf im Kopf, aber ich habe auch immer die Alternative. Und das ist wirklich wichtig, dass man das Gesamtbild nie vergisst, wo der Markt und wie der Markt halt steht. Und ja, wie gesagt, wenn es jetzt im 1-Minuten-Chart eine schöne Struktur jetzt für einen neuen Short gibt, dann nehme ich den. Aber wenn ich jetzt sehe, dass hier gekauft wird an diesem Punkt und wenn es von mir aus der Begründung der Pivot ist und der Markt geht jetzt von dem Pivot nach oben, dann würde ich jetzt mich erstmal wieder von Short fernhalten. Ich müsste jetzt nur risikotechnisch überlegen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Markt gedanklich bis die 12 Punkte steigt, warum trade ich denn nicht diese 12 Punkte? Was ist das Risiko dazu und macht es Sinn, diese 12 Punkte, wenn der Markt da hochläuft, long, eventuell traden zu wollen? Ja oder nein? Ja, das muss ich dann für mich beantworten. Und wenn ich sage, nö, ich möchte den Rücksetzer zwar sehen, ich gehe aber davon aus, dass der Markt dann wieder seinen Abwärtstrend aufnimmt. Und wenn dem passiert, dann gehe ich halt wieder short mit. So, und das schauen wir jetzt genau. Das ist genau jetzt der Punkt, der jetzt kommt. Und hier müssen wir uns entscheiden, was wir jetzt machen. Positionsgröße muss jeder für sich selber anpassen. Ich gehe jetzt mal mit $100 pro Position als Risiko rein. Und jetzt schauen wir mal, ob der Markt hier nochmal nach unten fällt. Wir haben sehr starke Limit-Buys und wie gesagt, wenn die Verkäufer am Drücker sind, dann nehmen sie auch diese ganzen Limits weg, weil diese auch dann bedient werden.
Ja, die sind von ein paar Leuten sind das die Tech-Profis und die anderen brauchen es, um Short zu gehen. So, Markt ist relativ ruppig. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, ich bin nicht dabei. Also ich war hier auch wieder zu langsam. Man sieht also, die Dynamik nach unten ist durchaus gegeben, aber auch der Rücksetzer ist immer wieder schon ordentlich. Ja? Okay. Als Tipp für alle Skype-Trader, die gerne in USA handeln, achtet auf die fallenden Hochs im 5-Minuten-Chart. Die Amis, weiß nicht, die sind das, die haben, ob die Algosysteme darauf ausgelegt sind, ich weiß es nicht. Aber wenn sie zum Beispiel hier gute fallende Hochs machen, wird der Markt, geht der manchmal bis ein Tick an oder ein Punkt an, das vorhergehende Hoch ran. Und fällt dann runter und wir sehen trotzdem nur fallende Tiefs. Also in starken Bewegungen können die Amis das extrem gut. So, der Rücksetzer hier war auch auf alle, die Eindeckungen jetzt sind auch auf alle Fälle nicht von schlechten Eltern. Da muss man jetzt mal gucken, was draus wird. Ja. Also wie gesagt, ist ein ganz schön hin und her. Ich mag das eigentlich nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt in 2 Minuten sehe, dass der Markt 11 Punkte fällt und wieder steigt. Weil die Sache ist die, in so einem Webinar wie jetzt gerade eben, jetzt erzähle ich euch gerade was von Short, jetzt müsste ich schon wieder long umdenken. Privat, ohne Webinar kriege ich das viel, viel schneller hin. Kann das auch viel, viel schneller im Kopf abspulen, weil ich darüber nicht mehr überlegen muss, weil die Abläufe ich schon 1 Million Mal in den letzten 17 Jahren gesehen habe und ich auch so schnell umschalten kann. Bevor ich das jetzt euch erklärt habe, was dort wieder passiert, ist der Markt schon wieder oben weg. Ja? Aber trotzdem ist es für mich nicht schön zu handeln. Also rein von der vom Ablauf her ist es wieder klar, was hier gerade passiert, aber das jetzt handelstechnisch wieder umzusetzen, ist trotzdem wieder ja ziemlicher Horror, weil man hat jetzt mit relativ viel Volumen den Markt da unten reingepresst, genau an Schlusskurs von gestern. Dann kamen die ersten Eindeckungen, die noch zu ein bisschen mehr führen und ziehen den Markt wohin? Genau an das Hoch oder sogar durch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, was eigentlich für eine gute Abwärtsbewegung nicht passieren sollte. Das ändert jetzt den Beginn der Struktur. Das heißt, ich achte jetzt wieder, wir sind jetzt gerade wieder von Short auf Long gegangen. Ich weiß, das ist bei solchen Märkten, die so schnell drehen, jedes Mal auch für mich immer eine Herausforderung. Und das dann auch vielleicht erklären zu können, ist dann noch umso schwerer. Also ich bin leicht Long, Tendenz trotzdem noch Short. Ich weiß, es hört sich vielleicht für den einen oder anderen an, was will er denn nur? Aber worauf ich jetzt achte, vielleicht um das, vielleicht den Gedankengang dahinter zu erklären. Das heißt, wenn das jetzt Eindeckungen waren, also von irgendwelchen späten Shorties, dann sind die jetzt pa passiert und sind damit durch. Wir brauchen jetzt sozusagen weitere Punkte, dass die Longs aktiviert werden und dann kannst du den Markt in der Range komplett nach oben ziehen. Wenn dem nicht so ist, achte ich jetzt darauf, wenn wir hier so ein Tief mal rausnehmen, ob da nicht vielleicht Druck reinkommt, weil Eindeckung heißt ja, ich bin Short minus, ich sage jetzt mal hier minus 500 Kontrakte, damit wir mal eine Hausnummer haben und stelle diese 500 Kontrakte hier in dieser Long-Bewegung glatt, womit ich den Markt 15 Punkte nach oben ziehe. Jetzt kommt kein weiterer Typi mehr nach und es gibt keinen Käufer mehr. Und jetzt fällt der Markt so langsam nach unten. Das heißt, man merkt, okay, das war nur ein Käufer, der glattgestellt hat. Und jetzt kommt der Verkäufer wieder rein, der jetzt wieder Attacke macht und den Markt wieder weiter nach unten bringt. Oder die ersten Verkäufer, die so hoch wie möglich neu short gehen, reingehen möchten, weil wenn der Markt jetzt hier dieses Tief wiederum rausnimmt, ich weiß, das ist gerade so kompliziert, wenn jetzt das Tief wieder hier rausgenommen wird und danach unten decken wieder ein, passiert jetzt Folgendes. Der Markt fällt hier ganz kurz hier runter durch das Tief und danach sehen wir sofort wieder die Eindeckung. Weil wenn da wiederum, also jetzt haut sich sozusagen der eine dem anderen die Tasche voll. Ja. Und das ist halt das Interessante. Also habt ihr gerade gemerkt, ich habe gerade in einer Kerze Short, Long und Short gedacht. Und für mich ist das, also für mich persönlich ist das vollkommen logisch, ja. Also für mich ist das vollkommen logisch. Natürlich kriege ich das jetzt mit einem Trade nicht noch verbastelt, ja. Aber das war jetzt gerade schon, nachdem diese 2 Minuten kamen und nachdem der Markt sozusagen jetzt hier gerade so die Umkehr schon wieder anfängt, wo ich dachte, oh Mann, ey, jetzt muss ich schon wieder den Leuten gerade eben was anderes erklären. Aber ich hoffe, dass man jetzt dahinter so ein bisschen die Struktur erkannt hat. Und da ist die Frage, wie kann mir ein Indikator dort helfen? Und das wiederum führt dann nach vielen Jahren Trading dazu, dass am Ende alles im Kursverlauf hinterlegt ist und ich keinen Indikator persönlich mehr brauche.
Ja. Gut, also ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem ausführungstechnisch folgen. Wie gesagt, das Video ist ja am Ende auch ansonsten auf YouTube denn verfügbar, vielleicht heute Abend sogar schon, nachher gleich. Ja, und da müssen wir dann einfach, da kann man sich das ja nochmal durchgehen. Also, was hier passiert ist, erste Salbe geht short. In der ersten Bewegung, also hier drinnen sind die ganzen Shorts. Die ganzen Shorts werden eingedeckt, das sieht man, weil es sehr schnell geht und danach kommt nichts nach. Dieses danach kommt nichts nach ist schwer zu erklären. Das heißt aber, man sieht es, es geht nur mit einmal nach oben und wenn jetzt weitere Käufe drinnen wären, wäre der Markt einfach weitergegangen. Das heißt, man hat seine Short Trades reduziert und jetzt sind die wieder neu drinnen und das Kuriose ist, dieser Wechsel geht deswegen so schnell, weil natürlich die, die mit da drauf springen wollen, wollen so weit wie oben möglich short reingehen. Und deswegen hämmern die hier oben drauf. Und wenn jetzt am Tief irgendwelche späten Shorts wieder drin sind, an denen sie ihre Kontrakte, die sie hier oben eingegangen haben, verkaufen können, kann es jetzt passieren, dass sofort in den Folgebewegungen wieder richtig stark eingedeckt wird. Ja, das ist halt das. So, nach oben, die Eindeckungen würden jetzt nicht kommen, wenn auf der Limit-Sell-Seite der Markt geblockt wird. Sieht man daran, dass wir auf der Kaufseite viel Volumen haben, ohne dass der Markt durchgehen kann. Das heißt, dann haben wir wirklich größere Verkäufer drin. Das heißt, die Gegenreaktionen nach oben werden immer kleiner und dann kommt irgendwann der nächste Schwall nach unten. So sieht das aus. Ja, also ich weiß, es ist vielleicht gerade ein bisschen kompliziert, aber das ist genau das, was Trading ausmacht. Also das ist genau das, ja. Also das ist sozusagen auch der heilige Gral des erfolgreichen kurzfristigen Tradings, dass sozusagen diese Gedankengänge dahinter zu verstehen und zu analysieren. Ja. Gut. Was sieht man jetzt hier im Future? Wir sehen hier wahnsinnig hohe Limits drinne und wir werden jetzt gleich holen. Das rattert jetzt mal richtig schön gleich. Ich könnte jetzt fürs Publikum hier noch einen Short Trade machen, dass die 150 Kontrakte bei 20.902 weggesammelt werden. Aber wie gesagt, das wäre jetzt so ein Trade, den ich auch real nicht, also den würde ich schon machen, aber von einer anderen Stelle aus würde ich den machen. Aber wir sehen jetzt hier unten, seht ihr wieder, wie unterschiedlich das Volumen da ist im Markt und das gibt mir einfach ein ganz gutes Feedback. Also mal der Vergleich, die oberen 20 Punkte hier und das, was jetzt hier passiert, das zeigt, wie da geackert und getackert wird in diesem Preisbereich hier und das natürlich zu sehen und mit Volumen zu hinterlegen, gibt auch für mich im Chart einfach eine andere Meinung. Ja. Also es ist einfach vom Ergebnis her interessant. Also wir achten jetzt trotzdem mal auf die 20.902. Ich werde mal gucken, vielleicht kann man einen kurzen Short Trade nochmal hinmachen. Es ist saugefährlich, bitte macht solche Trades überhaupt nicht nach, denn sie sind gefährlich und ich bin jetzt auch nicht 100% im Flow, um zu sagen, dass der das jetzt holt. Aber wenn er das jetzt gleich macht, wird das sehr interessant werden. Alternativ vorausschauend kann man auch Folgendes machen. Wir traden nicht dorthin, sondern wir gucken jetzt, wie holt er sich die 150 Kontrakte. Und wenn er sie sich nicht gut holt, dann gehen wir ganz kurz in den Long. Ich habe einen Take Profit von 5 Punkten rein, dann ballern wir mal die Long-Seite. Die kann man jetzt so vor einstellen, also vorausschauend. Also wir achten jetzt im Folgenden darauf. 20.902, wenn die angehandelt und durchgehandelt werden, dann knallt es mal richtig schön nach unten. Das dauert eine Minute. Da rabbelt das im Karton gleich. Ansonsten, wenn die Order angehandelt werden von, jetzt wird schon davor wieder abverkauft, von der Order davor, da gehen irgendwie 10, 20 Kontrakte durch und danach kommt nichts nach. Dann gehen wir sofort long und haben eventuell innerhalb von 30 Sekunden plus 5 Punkte. Die Gefahr ist, dass der Markt sozusagen etwas länger braucht mit der Order zum Durchhandeln, dann machen wir vielleicht auch minus 5 Punkte. Also das schauen wir uns jetzt mal an. Also wir fokussieren oder konzentrieren uns einfach nur auf die Order. Was davor passiert, interessiert uns alles nicht. Wir wollen nur sehen, ob die Order angehandelt wird. Wenn der Markt jetzt sehr weit weggeht von der Order, gut, dann wird sie halt nicht mehr durchgehandelt. Dann ist halt auch okay, weil man muss jetzt auch sagen, ganz klar ist, wenn jeder im Markt jetzt diese 170, 180, 150 Kontrakte dort sieht als Käufer, was würdet ihr machen, wenn ihr dort seht, dass da ein großer Käufer ist? Also wenn ich sehe, dass ein großer Käufer zu einem günstigeren Preis die Ware haben möchte, also ich würde mich davor hinstellen. Ist ein Fake. Ich gehe davon aus, es ist kein Fake. Die Order ist echt. Also die Order ist mit einer,
ich sage jetzt mal, mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit echt. Genau, auch die darunter und auch die darunter. Also die sind alle echt, die Orders. Also die Sache ist die, die Fake-Orders sieht man relativ selten noch. Die meisten Fake-Orders fallen gar nicht ins Auge, weil man die nicht wirklich sieht. Die sieht man nur, wenn man sich das Orderbuch ganz genau anguckt, das Level 2. Nämlich die meisten Fake-Orders sind am Bid und am Ask. Das heißt, auf die nächsten 2, 3 Ticks. Manchmal muss man mal gucken. So, jetzt gucken wir. Also wir fokussieren 77 Kontrakte gehandelt von 170. Also 30 wurden gelöscht. Habe ich richtig gerechnet? So, ich bin long drin. Der Abpraller ist jetzt nicht ganz so schön. So, und die zweite Position. Also, ich habe jetzt sozusagen den gesamten Rutsch nach unten. Also bei der 111 wurden jetzt nochmal, ich gerne, ich habe jetzt den gesamten Rutsch nach unten long rein. Bin jetzt mit 10 CFDs long. Einmal mit plus 3, einmal mit minus 4 aktuell. Und jetzt gucken wir mal, wie der Rücksetzer hier läuft. Und wenn jetzt die Eindeckungen hier kommen, sozusagen nach dem Order Flow, dann ja, können wir hier einen ganz guten Trade halt machen. Also ging jetzt der Rutsch ein bisschen weiter noch. Also er hat die eine Order da noch rausgenommen. Ist okay. Worauf man jetzt achten muss, ist, wenn jetzt hier die Eindeckung jetzt nicht stark kommt, muss man auf alle Fälle vorher mit raus. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Also das heißt, die ganze Energie wurde jetzt sozusagen bedient, das Ganze, und man muss ja auf alle Fälle dann vorher raus. Es kann durchaus sein, ich mache jetzt mal Folgendes. Also man sollte jetzt ungefähr, jetzt würde ich hier in diesem Bereich rausgehen bei 20.008. Jetzt gibt es Trader, die sagen, jetzt versuch, also nur als Beispiel, ich kann es ja als Beispiel, ich lasse es jetzt mal als Beispiel durchstellen. Also ich würde bei 20.000, ach nee, 897, also ich würde jetzt hier in diesem Zucken rausgehen. Also hier würde ich jetzt persönlich rausgehen. Also ich wäre jetzt gleich, also jetzt weg. Ich lasse jetzt aber den Trade mal drinnen, weil ich möchte gerne mal zeigen, was passieren kann. Also wenn es jetzt höher geht, wenn es jetzt höher geht, oder wir machen es so, ich stelle einfach mal 9 glatt. So, also wie gesagt, damit, nur damit man jetzt sieht, also ich wäre jetzt hier raus, 9 verkauft, ich lasse jetzt nur mal einen drinne. Warum würde ich, also viele versuchen jetzt auch ein großes Rad zu drehen. Das heißt, viele denken jetzt, okay, jetzt muss der Markt wahnsinnig hochgehen. Der kann wahnsinnig hochgehen, das kann alles passieren. Aber wenn sozusagen die Verkäuferseite einfach extrem aktiv im Markt ist, sollte man es nicht unterschätzen, der Markt kann sein, es kann durchaus passieren, der Markt macht hier eine Minute nur hoch, das haben wir vorhin hier auch gesehen, eine Minute hoch, seine 6, 7 Punkte und saust danach sofort wieder runter. Und wenn man es nicht schafft, da raus zu sein, überrollt es einen. Das heißt, ich persönlich wäre hier mit den 30 Euro raus, das hier würde ich freiwillig verpassen. Ja, das hier würde ich freiwillig verpassen. Und ja, man kann natürlich auch hier überlegen, also wie gesagt, ich meine, auf der Oberseite, wenn es hier durchgeht, dann gibt es natürlich schöne Eindeckungen. Aber was ich nur sagen möchte, ist, man muss ja aufpassen wie die Sau, wenn der Druck im Markt da ist und die Eindeckungen nicht schnell und dynamisch gehen. Ja, da muss man aufpassen wie die Sau. Also wir sind jetzt hier am Tagestief long, nach dem Order Flow, also hier diese Market Buy Sell Order wurden alle Limits bedient und das ist sozusagen der große Bereich gewesen, wo viel Energie aufgenommen wurde und hier jetzt nun am Ende würde ich jetzt den Trade dann irgendwie in die Bewegung 10, 12 Punkte glatt stellen, denn ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt wirklich hier am Tief Long bin, ich habe 12 Punkte, reicht für mich als Scalp Trader vollkommen aus, ich hatte ein Risiko von unter 10 Punkten und dann ist das alles okay. Ja, also dann hat man hier sein Trade gemacht und alles gut, alles schön. Ja, wenn der Markt wirklich sehr stark nach oben geht, dann passiert das augenblicklich. Also wenn das Eindeckungen sind, dann sieht es so aus wie hier die 2 Minuten davor, wo der am Stück gleich die 14 Punkte hochknallt. Okay. Ziehst du den SL nicht wenigstens nach? Also ich ziehe keine SLs nach, ich steige einfach Market aus. Also die Frage war jetzt, ob ich SLs nachziehe. Also ich ziehe persönlich keinen SL nach, weil
Die Kerzen sind mir einfach viel zu hoch, um jetzt eine SL nachziehen zu können. Ja, also das muss man jetzt hier mal ganz klar sagen. Also als Beispiel, wenn jetzt der Markt, kann man sich ja auch ganz gut verinnerlichen. Also ich gehe, wir nehmen irgendeinen Trade, halt Stift, ja, wir nehmen jetzt einen Trade und als Beispiel, wir sind jetzt mal hier genau in so einem Markt long. Ja, wir sind jetzt hier unten long. Jetzt kommt die erste Kerze. Die ist schön stark nach oben. Die nächste Kerze ist so schwach nach unten. Schließt hier unten, die nächste geht hier ein bisschen höher, so, ja, vielleicht war, und die nächste Kerze eiert hier so plus minus null rum. Machen wir mal hier so ein Kreuz. Das heißt, ich bin hier unten long und wenn ich jetzt hier versucht hätte, einen Stop nachzuziehen, dann bin ich hier bei plus ein Punkt. Das macht jetzt für mich nicht so viel Sinn bei plus ein Punkt. Ja. Da einen Stop nachzuziehen, weil ich gebe hier vorne, hier oben bin ich vielleicht plus 10 Punkte und ich gebe dann einfach zu viel ab, weil der Markt die ganze Zeit so stark hin und her eiert. Sinn macht für mich einen Stop nachziehen nur dann, wenn ich so eine Sinnverlauf halt habe. Das macht für mich dann viel mehr Sinn als Stop. Das heißt, der Markt fällt hier stark runter, ich gehe hier entsprechend long. Und die erste Kerze sieht so aus, die nachfolgende Kerze ist hier so ein kleines Doji und dann würde ich hier sozusagen den Stop hier nachlegen, das heißt, ich kann den hier schon mal höher ziehen und wenn die nächste nochmal ein Stück höher geht, dann kann ich den Stop hier direkt hochreißen und ich mache halt viele Punktbewegungen beim Stop nachziehen. Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt meinen Stop, kann man ja, sehen wir ja hier auch in dem Beispiel ganz gut, wenn ich jetzt hier meinen Stop nachgezogen hätte, also ich habe jetzt einen Ausstieg mit plus 12. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel, der Markt kommt jetzt wieder runter. Das kann natürlich höher gehen und es kann auch sein, dass der Stop-Loss in manchen Fällen dann auch gut ist. Aber wenn der Markt jetzt hier runterkommt, dann hätte ich noch 5 Punkte realisiert. So habe ich aber 12, also so habe ich 12 definitiv in der Tasche. Ich kann neu einsteigen, neu aussteigen, was auch immer ich gerne machen möchte. Wenn der Markt hier wirklich runterkommt und nochmal kurz sein Tagestief testet, hätte ich nur 5. So sehe ich das. Deswegen ziehe ich keine Stops nach. Also wie gesagt, ich hätte den Stop maximal nachgezogen, wenn ich zwei lange Kerzen habe, die wirklich richtig schön dynamisch bin, aber meistens bin ich bei den langen Kerzen ja eh raus. Ja, das heißt, ich steige, sobald es schnell wird, auf der Oberseite raus. Ja. Gut. Okay. Gerade schreibt jemand, wird ein V. Ist natürlich, wäre auch typisch, man sagt, ah nee, wir haben ja heute gar nicht Dienstag, aber am Dienstag sagt man ja meistens Turnaround Tuesday. Das heißt, da haben wir ja oftmals so Reversal-Tage. Also was man hier sieht, ist schon, dass sehr, sehr viel hier gekauft wird und der Markt wird jetzt noch nicht nach oben gelassen. Das heißt, wir müssen mal gucken, also wenn die Käufer weiter aggressiv sind, könnte es noch was werden, aber ansonsten sieht man, die Käufer ackern hier nach oben immer stark, stark, stark und schaffen es nicht, da ein gewisses Preislevel rauszunehmen, nämlich hier aktuell diesen Schlusskurs von gestern, schaffen sie bis dato nicht. Ich sag mal so, wenn sie es schaffen, dann könnte es nochmal knallen auf der Oberseite. Ansonsten müsste man vielleicht auch dann früher oder später jetzt wieder auf die Shortseite rausgehen. Im S&P Future haben wir von unten eine relativ starke Unterstützung bei 11.852. Ja. Gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz jemanden suchen, ob ich den finde. Ah, da. Warum sehe ich deinen Namen nicht? Ich will unseren Gast nämlich gerade reinholen. Aber ich finde ihn gerade nicht.
Nee, ich sehe es nicht. Also der Name wird nicht angezeigt. Das ist das Problem. Also ich habe ja bei ganz vielen, wo der Name nicht angezeigt wird. Gib mal Handzeichen. Gib mal Hand. Mach mal hier da Handzeichen. Nur der eingeladen werden soll. Ah, hier, da. Also wie gesagt, ich sehe. Warte mal, da war gerade dein Handzeichen. Oh nein, ich habe dich gerade gesehen. Das Problem ist, ich sehe dich. Also man sieht es nicht. Da stehen keine Namen. Mann, ey. Ich finde ihn schon. Ich muss jetzt mal. Ich gehe einfach mal die Liste hier durch. Ich habe dich doch gerade gesehen, Chris. Da ist er. Zum Diskussionsteilnehmer ernennen. So, warte mal, jetzt mal gucken, ob ich den richtigen. Chris, ich höre dich. Bist du das? Ha, ich glaube, Ja! es hat geklappt. Das Krasse ist wirklich, bei dir steht kein Name und I know. ja. Heiko, ganz kurz, also bei mir ist es genauso, ich habe jetzt ja vorher auch ein Webinar gehabt, ich habe null Teilnehmer gesehen, bei mir sind alle Namen weg. Ich sehe auch keinen mehr, das ist eine Katastrophe. Das müssen wir definitiv mal prüfen lassen, ob das Ja. Citrix jetzt irgendwie initiiert hat aus Datenschutzgründen. Man sieht rein gar nichts mehr. Das stimmt. Ja, alles. Und bei deinem vollen Publikum ist es natürlich schwerlich, da das eine Korn rauszufinden, das glaube Ja, ich dir schon. bei über 500 oder fast 500 Teilnehmern ist natürlich schon denn schwer. Ja. Respekt, aber jetzt konnte ich ja wenigstens noch ein bisschen zulauschen bei deinen Aktivitäten hier, was du wieder rausgeschnippelt hast. Ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also ich darf kurz vorstellen, gerade mit ins Webinar reingekommen ist Chris Kämmerer von JFD Brokers, German Speaker oder wie er sich nennt. Und ja, wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet und ich denke, der Chris, der macht einfach mal, führt einfach mal das aus, was sich JFD ausgedacht hat. Ja, wunderbar. Also auf jeden Fall erstmal danke, Heiko, dass ich heute dabei sein darf. Vielleicht können wir das in gewissen Regelmäßigkeiten auch wiederholen. Zum einen natürlich für deine User, die hier da sozusagen dir die Treue halten und dann auch immer reinschalten. Wie gesagt, das erste Webinar im Monat, meistens Dienstag, heute ausnahmsweise mal Mittwoch, gehört ja immer dem Heiko. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir da mit JFD Brokers sozusagen mit im Boot sitzen und euch das ermöglichen, dass Heiko sozusagen hier sich über die Schulter blicken lässt. Auf jeden Fall eine super Sache. Frage Heiko, willst du mir den Bildschirm geben oder willst du, weil ich sehe immer noch deinen. Ah Wobei ja. ich das dann auch gleich wieder zurückgeben würde, liebe Leute. Wie gesagt, es geht um eine kleine Special-Aktion, wo ich heute dann mal die Ehre habe, das bekannt zu geben. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das irgendwie übernehme. Kannst du das Und da übernehmen? freue ich mich auf jeden Fall, das eben mal ein Stück weit hier zu transportieren für euch, weil, wie gesagt, der Heiko hat da ja große Ambitionen und neben dem, dass er hier sozusagen seine Skills immer raushaut, ich glaube, du musst mich entweder zum Moderator auch ernennen oder ich weiß es nicht. Warte mal, ich guck mal. Das Problem ist jetzt ja, wo ist denn jetzt? Den Bildschirm übergeben, ne? Ich kenne das. Also es hat sich, also die haben auch ein Update gefahren, da bin ich auf deiner Seite. Es hat sich hier auf jeden Fall ein Stück weit was verändert in der Software. So, ich habe dich jetzt zum Moderator ernannt. Ah, da ist er ja. Guck mal an. Hast du? Und wir sehen, dass wir einen richtigen Bildschirm auswählen. Ich glaube, jetzt müsste er zu sehen sein. Nicely. Genau. Also du Ne? musst, glaube ich, oben noch übertragen. Jetzt haben wir deinen Bildschirm. Jawohl. Jetzt ist er da, oder? Ja, Ja. super. Freut mich. Heiko, wie gesagt, ganz kurz durchatmen. Du hast jetzt wieder gute 1,5 Stunden Gas gegeben. Hol dir einen kurzen Drink. Oder nipp ein bisschen am Wässerchen. Wie gesagt, ich will mich auch gar nicht zu lange der Vorrede aufhalten. Heiko, du hast noch gar nichts gesagt dergleichen, oder? Okay, jetzt ist er schon weg. Jetzt hat er die Chance direkt genutzt. Also, liebe Leute, ich freue mich, heute mal hier zu sein. Ach, jetzt bist du auch wieder da, Heiko. Sagt nein, ich habe noch nichts gesagt. Okay, super. Also, wie gesagt, JFD Brokers, freue mich. Der ein oder andere wird uns hoffentlich kennen, auch über Heiko, der ja hier in seinen Webinaren auch häufig unsere Plattform nutzt. Der Name spricht für sich selbst, Just Fair and Direct, Lars Gottwick, der Gründer, selber früher Trader gewesen, hat eigentlich das Einzige gemacht, was vernünftig war in der Branche, nämlich hier selber zu machen, weil er schlichtweg unzufrieden mit der ganzen Transparenz im Brokerage war. Und das ist etwas, wofür wir stehen, liebe Leute. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis nach dem, was wir dann auch mit Heiko jetzt hier vorhaben als kleines Special. Letztlich sind wir die, die tatsächlich am Markt auch ausführen. Ja, ich meine, klar,
Ein CFD ist ein Derivat, ist ein Underlying. Es muss jemanden geben, der das imitiert. Aber das sind nicht wir. Das heißt, ihr werdet nie gegen uns handeln, sondern wir haben ähnlich wie beim Forex-Interbankenmarkt einen Liquiditätspool an CFD-Anbietern und lassen uns dort praktisch einerseits die Preise schrägstrich selber die CFDs wie beim Forex-Spotmarkt im Interbankenbereich dann praktisch zu liefern für euch. Und wir sind nur intermediär tätig, also die Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir sind wirklich Transparenz. Das heißt, wir spielen nicht gegen euch, wir machen kein Stop-Phishing, wir manipulieren nicht die Preise oder die Charts oder haben Algorithmen, die euer Kundenverhalten lesen. Das ist nicht in unserem Sinne. Also insofern ganz, ganz wichtig, das mal zu unterscheiden und auch hier mal die Lanze zu brechen. Heiko hat ja vorhin auch schon gesagt, wer ich bin, der eine oder andere wird mich da wahrscheinlich auch schon kennen. Ich bringe mal kurz ein Slide hin, damit wir das auch schon hier mal auf die Summe bringen. Auch schon lange leidenschaftlich am Finanzmarkt tätig. Ich kenne den Heiko selbst ja auch schon relativ lange aus Gottmore Trader Zeiten noch und habe, wie gesagt, da auch viel kennengelernt und bin auch froh, da sozusagen mit JFD hier einen Partner gefunden zu haben, der eben vieles anders macht. Und wie wir es machen, das werden wir eben jetzt ein Stück weit transportieren. Und was Heiko damit zu tun hat, ist im Prinzip so das kleine Schmankerl. Denn, liebe Leute, ihr habt ja sicherlich davon gehört, dass der Heiko hier ein Projekt startet. Ja, hier Anfang März hat er es rausgeschossen, am Freitag 19 Uhr. Das muss zugegebenermaßen dann schon relativ spät gewesen sein. Aber hier geht es um eine Geschichte, die sehr, sehr ambitioniert daherkommt, aber 100% in 10 Monaten. Der Heiko hat ja mit seinen 100 Tagen plus ohne Verlust schon bewiesen, dass er da eine relative Ambition hat in Sachen dessen, was er tut. Und er weiß auch, was er tut. Und insofern hat er sich hier zum Ziel gemacht, ja, es einfach mal unter Beweis zu stellen und hat auch hier mit seinem Service, dem Highspeed Trader, das sozusagen untermauert und hat sich jetzt hier eine Zielsetzung gemacht, die nicht ganz ohne ist. Also man muss ganz klar sagen, Heiko, Hut ab vor der Hausnummer. Ich bin mir sicher, dass du Rendite machen wirst, egal ob es jetzt die 100% sind in den 10 Monaten oder eben was da auch immer rauskommt. Ich glaube ganz sicher, dass der Heiko weiß, was er tut und ihr habt es euch da ja auch jetzt sicherlich schon überzeugen können als treue Webinar-Teilnehmer seiner Sessions hier. Und das soll natürlich auch nicht enden. Und mit diesem Projekt, das der Heiko hier gestartet hat, stellte sich natürlich die Frage, Heiko handelt ja auch selbst privat. Heiko handelt aber auch gerade im Sinne dessen, wenn man Webinare macht, wenn man live kommentiert, dann auch immer gern mal im Demo-Modus. Aber hier die Situation, die, wo wir gesagt haben, hey, pass auf, Maiko, sage ich schon, Heiko, wie sieht es denn aus? Magst du da nicht vielleicht noch einen oben drauflegen und einfach mal hier live und air gehen mit einem sozusagen Echtgeld-Account, um dann praktisch hier die Performance nach oben zu treiben und das eben unter realen Marktbedingungen? Wir bei JFD, und der Heiko nutzt ja auch uns gern als JFD-Demo-Plattform, haben praktisch eins zu eins die Preise, aber es ist natürlich doch noch ein Unterschied, ob die Preise im Demo-Modus ausgeführt werden oder real. Und Heiko hat sich eben bereit erklärt und hat gesagt, hey, pass auf, das ist eine gute Aktion, würde ich gern machen. Und um das Ganze noch weiter zu toppen, würden wir natürlich auch etwas spenden dann. Wenn da was rauskommt bei diesem Projekt, würden wir das natürlich liebend gern auch transportieren nach außen für Zwecke, die es sich wirklich lohnt. Das werden wir auf jeden Fall gern umsetzen. Und wenn Heiko da sozusagen die Lanze bricht und sagt, das würde er gern tun, ist das praktisch hier das Pendant, wo wir einfach sagen, hey, Heiko, geil gemacht, geile Geschichte. Du als Partner von uns hier sozusagen gern mit einem Account gesegnet, den du dann hier hochtreten darfst, weil wir natürlich auch das Vertrauen haben, dass Heiko weiß, was er tut. Er ist ja schon lange an den Märkten und macht das nicht erst seit vorgestern. Mit seinem Service geht es ja auch hier rund. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass das Projekt startet. Heiko, hast du schon geguckt, soweit alles funktionell in der Schnittstelle im Anschluss sozusagen, dass du dann in Bälde starten könntest? Wann geht's denn los? Also eigentlich das Projekt ja jetzt schon Anfang der Woche gestartet, aber direkt mit dem Hardcore-Traden ist es jetzt noch nicht passiert, oder? Nein, also wir haben am Montag getradet, auch mit einem Gewinntag. Und ja, ich habe gerade geschaut, also das Geld ist drauf. Ja, ich werde daher nochmal rübergehen zu meinem Bildschirm. Also Geld ist drauf. Okay. Ich habe 10.000 Euro sozusagen, um es nochmal festzuhalten, von JFD gesponsert bekommen. Ja. Unter den Regeln dessen, dass ich dort live handle und mich da der Herausforderung stelle. Und eigentlich sind jetzt gar nicht mehr die 100% so das Ziel, sondern eigentlich wirklich einen Ertrag zu kriegen. Also ich versuche natürlich die 100%, aber wäre natürlich auch schön, wenn da eine schöne Summe trotzdem, egal wie rumkommt, die man dann in welcher Höhe auch immer einen guten Zweck zugutekommen lässt. Und das Absolut. ist für mich auch eine ganz andere Einstellung jetzt zu diesem Trading. Und was ich persönlich glaube, warum es vielleicht nicht hinderlich ist, es ist nicht mein Geld.
Ja. Nicht, dass ich das jetzt da irgendwie verheize, aber es ist einfach anders. Also glaube ich, rein emotional bin ich jetzt weniger mit dem Geld verbunden, weil es mich monetär auf meinem Konto jetzt nicht jucken würde. Und nichtsdestotrotz bin ich trotzdem gespannt, und das muss ich fairerweise auch sagen, wie ich mich dann mit diesem Real-Account und dem Real-Money dann wirklich verhalte. Aber bis jetzt sehe ich jetzt, blende ich das aus, dass das real ist, und werde das genauso, wie ich das auch im Demo versuche, ja, so gut wie es geht nach oben zu traden. Und das Projekt startet jetzt nun dann, jetzt, wenn jetzt nun das Geld ja nun drauf ist, und startet das Projekt dann am Donnerstag früh, also morgen früh, 8:30 Uhr geht's los. Da werden die ersten Real-Trades abgefeuert. Und Super. ja, ich bin aufgeregt, gespannt und freudig zugleich. Ja, Ja. und deswegen wollte ich heute nicht jetzt für den Account traden, weil, wie gesagt, das Allerwichtigste für mich ist es, einen guten Start zu haben. Also der Start ist das alles Entscheidende jetzt in diesem ganzen Thema, und deswegen wollte ich da nicht ja, jetzt in den Account heute nun schon loslegen. Genau. Nee, aber meinen höchsten Respekt, Heiko, wie gesagt, das deckt sich auch mit der Transparenz, die wir bei JFD auch pflegen, ja. Ist auch so eine Geschichte, nachdem viele sagen immer, dass sie performen und machen es dann nicht. Du hast ja mit den 100 Gewinntagen es ja schon bewiesen, das ist ja eh eine Riesenhausnummer. Aber obendrauf, da muss man einfach sagen, das natürlich jetzt noch anzugehen, ist auf jeden Fall eine Riesensache. Und wie gesagt, du machst es so lange, bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, und wenn du damit, sage ich mal, auch leben kannst, dass wir sozusagen das sponsern. Übrigens, das ist natürlich auch Geld, was aus jetzt nicht dem Kunden entnommen wurde, ja, wie bei vielen anderen Brokern sozusagen. Nein, 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 das kommt, wir haben ja auch eine eigene Vermögensverwaltung bei JFD und sind da auch gern bereit, sozusagen hier und da natürlich auch Sponsoringgelder zu verteilen, in dem Sinne, wie es jetzt bei Heiko, sag ich mal, jetzt sein Ziel findet. Und da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drauf, dass das eben anläuft und eben mit der großen, ja, Ehrlichkeit und Transparenz auch dann transportiert wird. Da wünschen wir alle auf jeden Fall dem Heiko großen Respekt. Und wenn du schon sagst, du brauchst einen guten Start, den wünsche ich dir auf jeden Fall für morgen. Aber du brauchst eigentlich nichts anderes machen als das, was du ohnehin schon seit Jahren tust mit deinen Skills. Und dann, wenn du einen guten Start hast, ist der Rest dann ein Selbstläufer. Aber liebe Leute, wie gesagt, Trading ist echt ein hartes Geschäft und Heiko macht das schon seit langer, langer Zeit. Das müsst ihr ganz klar wissen, und wer natürlich hier bei den Webinaren immer beiwohnt, der weiß ja, von was der Heiko da spricht, und ihr, wie gesagt, könnt da reichlich lernen. Also da tut es euch auch selbst einen Gefallen. Schaut über die Schulter. Scalping ist nicht jedermanns Sache, aber wer es denn lernen will, der ist sicherlich bei JFD richtig aufgehoben. So, So, ja, ich habe noch das ein oder andere für dich, Chris. Die Frage war jetzt gerade, kam gerade noch rein. Also sehr viele, viele Dankesglückwünsche, und ich soll dich als JFD-Chef grüßen. Und gerade kam noch eine Frage, der wievielte größte Retail-Poker ist denn JFD? Das ist gerade die Frage hier im Chat. der wievielte größte Retail-Broker? Also, das ist jetzt eine Frage, die man, also wir, es gibt ja das Finance Magazine aus London, UK, wo praktisch immer die Broker verglichen werden, und Stand Q4 2016 sind wir der zweitgrößte Retail-Broker im MT4-Only-Bereich. Das ist natürlich die Frage, was ist MT4-Only? Das heißt MetaTrader 4 im Angebot ohne weitere Plattform. Letztlich sind wir aber auch vom Volumen her, aktuell setzen wir so zwischen 55 und 60 Milliarden US-Dollar um im Monat, ja, und gehören damit auch unter die Top 20 Online-Broker weltweit. Und das, obwohl wir selbst erst nur 6 Jahre am Start sind. Also vor uns sind, sag ich mal, etablierte Gesellschaften wie die Saxo Bank zum Beispiel und andere. Wir sind aber definitiv auch vom Volumen pro Account, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, Nummer 4 im Retail-Broker-Bereich. Das heißt, unsere durchschnittliche Accountgröße ist relativ groß. Warum? Ich kann es euch sagen, weil im Prinzip zu uns in der Regel die Trader der zweiten, dritten Reihe kommen. Also die dann praktisch eben Wert auf Transparenz und faire Ausführung legen und nicht irgendwelche Market Making oder Preisgaukeleien oder schlechte Ausführungen oder sogar ein Dealing Desk vor den Trader sozusagen gesetzt bekommen, dass die Ausführungen nicht mehr stimmen. Also das ist, je höher man das geht, desto wichtiger wird das. Und ich sag mal, Family Office Vermögensverwaltung, die legen da viel Wert drauf, und das sind auch viele unserer Kunden. Und wir haben ja hier, ich habe die Webseite ja noch eingeblendet,
Bereiche, die sich da eben auch aufgliedern. Wir sind nicht nur ein Broker, wir sind eine Vermögensverwaltung, wir haben auch Prime Brokerage, das heißt, wir versorgen andere Broker mit unseren Liquiditätsströmen, Riesenthema. Dann haben wir natürlich auch noch einen eigenen GFD Research Bereich und das ist so ein Komplettpaket, was man sozusagen als Group mal übermandeln kann. Und da sind wir, wie gesagt, von der Brokergröße her sehr, sehr ambitioniert, dass das auch in der Richtung weitergeht. Also wie gesagt, das kann man mal so zusammenfassen, um die Frage zu antworten. Jetzt habe ich gleich noch mehrere Punkte dazu beantwortet, aber grundsätzlich denke ich mal, kann man das mal so mitnehmen, um zu wissen, wo wir herkommen. Und da habe ich eine Immer Broker. Frage, auch noch, die ich persönlich habe und die auch jemand gerade gestellt hat, wann es denn den MetaTrader 5 inklusive Future Trading vielleicht bei JFD bekommen oder wann der Kommen vielleicht wird sozusagen. kommen wird. Genau, also da kann ich kurz sagen, der MetaTrader 5 ist im Launch, das ja schon seit längerer Zeit, hängt auch mit einem ArginaTrader als Plattform noch zusammen. Der MetaTrader 5 soll aber, das hatten wir auch schon auf der World of Trading angekündigt, in Q1 kommen und jetzt wisst ihr, März ist praktisch von Q1, also Quartal 1, der letzte Monat. Im Endeffekt sind wir jetzt auf der Zielgeraden und sind guter Dinge, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, also Ende März ist die Deadline, dass wir jetzt im Laufe des Märzes den MetaTrader 5 launchen und dann darauf folgend eben noch andere Underlyings-Produktvehikel mit integrieren. Wann genau jetzt die anderen Assets, wie jetzt zum Beispiel Aktienhandel oder auch Futurehandel kommen werden, da gibt es jetzt noch keine genauen Termine, weil es hängt auch damit zusammen, wie die Pricings sind. Wir haben da eben Gespräche laufen, auch natürlich, welche Underlyings man genau reinnimmt. Ihr wisst, das Aktienuniversum ist riesig. Da geht es eben um die Frage, was man aufnimmt, mit reinnimmt. Und das, wie gesagt, die erste Frage zu beantworten, MetaTrader 5 kommt hier in den nächsten Wochen. Q1, sprich jetzt im März 2017, ist der Launch geplant. Und nach hinten raus mit den anderen Underlyings wird man erst mal sehen, wann wir die dann integrieren. Aber natürlich mit dem MetaTrader 5 steht einem hier die Welt offen, weil es gibt keine Begrenzung der Underlyings. Der MetaTrader ist auf 1024, meine ich, begrenzt. Da waren wir eh schon mit unseren in der Spitze über 900 Vehikeln schon ganz oben dabei. Das heißt limitiert. Bei MetaTrader 5 gibt es das nicht. Man kann auch gleich Info vorab mit dem MetaTrader 5 auch hedgen mittlerweile. Das geht auch. Das war eine Zeit lang nicht mehr so. Also das heißt, die Hedge-Funktion war nicht gegeben, weil er auch für den USA-Markt sozusagen auch etabliert wurde. Der MetaTrader 5 ist aber jetzt aktuell auch möglich. Also, das wäre die Frage gewesen, Heiko. Ich hoffe, ich konnte es dir dann auch beantworten. Ja, also ich glaube, Genau. ich merke schon, dass wir auf alle Fälle, die Zeit rennt ja so ein bisschen dahin. Aber wir Ja. sollten, ja, es wäre ganz gut, wenn du ab und zu mal vorbeikommst, denn ich glaube, es gibt ganz viele Fragen noch. Und jetzt muss ich natürlich sagen oder fragen ins Publikum, ob wir noch ein paar JFD-Fragen beantworten möchten. Wie gesagt, also ich habe ja für mich jetzt persönlich heute nochmal gezeigt, wie ich sozusagen den Future-Analyse plus den Chart nutze, um dort einen guten Trade absetzen zu können. Der Markt hat das ja auch vollzogen. Ja, und von daher würde ich vielleicht noch sagen, wir machen noch den einen oder anderen. Genau. Was machen wir denn jetzt, den einen oder anderen? Den einen oder anderen, vielleicht den Dow Jones kannst du nochmal unter die Lupe nehmen, Heiko. Im Prinzip, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das transportieren konnten. Das mit so einer Fragerunde ist definitiv nicht schlecht. Ich komme auch gerne mal rum, auch wenn wir noch andere Sachen haben oder wenn wir jetzt gewisse Sachen launchen, die von Interesse sind. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, heute mal Hallo Danke. sagen zu dürfen. Die Leute, Frage stellen jederzeit erlaubt. Ihr könnt es auch an unseren Kundenservice E-Mails schreiben, beziehungsweise an mich ja auch herantreten. Überhaupt kein Thema. Dann würde ich sagen, Heiko, schnapp dir den Bildschirm wieder. Freue Genau. mich auf jeden Fall, dass ich heute reinschauen durfte. Und ihr folgt dem Heiko auf Schritt und Tritt. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, wer von euch jetzt kein JFD-Konto hat, bei uns zum Beispiel, ja, der hat die Möglichkeit hier, wenn er heute ein Konto eröffnen würde, zum Beispiel ich sag mal, 20 Free Trades zu bekommen, jetzt gerade aus der Aktion heraus. Ja, also das mal am Rande, sagt er einfach Highspeed Trading, schreibt er dann beim Kundenservice dann dazu, weil falls ihr heute ein Konto eröffnet, dann schenke ich euch 20 Free Trades bezogen bis Ende der Woche für den Fall, dass der ein oder andere das Webinar erst heute Abend sich anschaut. Das mal als kleines Gimmick noch, als Dankeschön dafür, dass ich dabei sein konnte. Und dann Heiko, schnapp dir mal den Bildschirm. Ich glaube, die Leute wollen noch ein paar Skills haben. Jawohl, die Frage ist nur, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Musst du mir das geben? Ach so, Ja, alright, warte mal, da hast du recht.
Ich sehe es hier auf der Plattform überhaupt gerade nicht. Ah ja, doch. Das Okay. ist, die ist komplett anders. Hast du es jetzt bekommen? Ich Ja, glaube, ich bin ich auf hab's den bekommen. richtigen Ja, Button. so. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das war jetzt auch ins kalte Wasser geschmissen, weil zugegebenermaßen ich hier auch, die ganze Plattform sieht auch anders aus, also zumindest leicht optisch verändert. Und wenn es dir genauso geht wie mir, dann ist es zum Glück kein Softwarefehler, sondern genauso bei dir auch. Also mir ging es heute ähnlich im anderen Webinar. Gut, pass auf, dann will ich mich auch schon verabschieden, liebe Leute. Ich sage danke, Heiko, dass ich dabei sein durfte. Ihr dürft euch alle drauf freuen. Heiko hat hier seinen Laufaccount eröffnet. Genau, Ihr da seht unten das steht er, genau. scharf. Ja. Super, super Aktion. Und wie man das verfolgen kann, wie gesagt, das wird der Heiko eh jeden Dienstag machen in seinen eigenen Seminaren, in seinen Premium-Seminaren sage ich schon, Premium-Services, wird er das natürlich live machen und ansonsten wird Heiko euch eh Rede und Antwort stehen. Ich sage danke fürs Dabeisein, klinke mich jetzt aus, wünsche euch allen viel Erfolg und Glück beim Traden und auf bald in diesem Sinne. Euer Chris Ja. und Tschüssi. Und tschüss. Ja, das war gerade Chris Kämmerer und schön, dass er da war. Ja, ich habe gerade gemerkt, es sind viele Fragen, die man durchaus da mal beantworten kann. Und ich sage jetzt mal so, ich werde den Chris auf alle Fälle auch nochmal dahin nötigen. Vielleicht das nächste Webinar findet ja am 4. April dann statt. Und vielleicht ist ja da gerade der Launch durch Zufall vom MetaTrader 5 und dann könnten wir da vielleicht auch nochmal wieder was zu diesem Thema machen. Wie gesagt, es soll jetzt nicht nur eine reine Vorführungsveranstaltung werden. Aber ich fand es eigentlich wichtig, dass der Chris jetzt da auch mal einfach da zu Wort kommt und dann auch zu dieser Aktion nochmal Stellung nimmt oder nehmen kann. Ja, wie gesagt, ich werde mein Bestes geben, dass wir das Geld verdoppeln und ja, wäre natürlich total cool, wenn das noch irgendwie gespendet wird für einen guten Zweck oder so. Ja, im Demo-Modus hätte ich ja auch nichts gehabt von dem Geld, wenn ich das verdoppelt hätte und deswegen, wie gesagt, darf das gerne dann auch irgendwie anderweitig verteilt werden. Gut, ja, kommen wir nochmal, oder was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, was ich jetzt gerade gesehen habe, es sind, oder warum man das vielleicht auch teilen sollte, das Webinar. Ich habe gerade noch ganz viele andere Fragen gesehen zu JFD und wie gesagt, vielleicht ist auch so eine Plattform jetzt durchaus auch mal gut, um einfach auch nochmal Fragen zu stellen, die allgemein beantwortet werden. Das heißt, sollte sowas nochmal kommen, würde ich das auch so machen, dass man von vornherein gleich sagt, pass auf, wir machen heute eine Stunde Trading, ab 16:30 Uhr ist dein Trading zu Ende, also wir machen Trading von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, letzte halbe Stunde holen wir nochmal einen von JFD und machen dann so ein Frage-Antwort-Spiel, wo dann auch JFD nochmal Rede-Antwort stehen kann, finde ich eigentlich ein sehr, sehr direkter und guter Kontakt und der Chris ist da sicherlich immer auch bereit dazu, mal sowas zu machen und dann kann man das wirklich gut machen, dann haben wir getradet und die, die Fragen haben, bleiben dann halt noch da und können dann einfach mit zuschauen und ihre Fragen entscheiden. Also weil wir hätten das jetzt gar nicht geschafft, diese Menge von Fragen, die gerade hier aufgetaucht sind, diese alle noch zu beantworten. Ja. Gut. Also das heißt, beim nächsten Mal werden wir das auf alle Fälle ganz klar vorher abklären oder auch Bescheid geben. Ja. Also das werde ich dann auch so kommunizieren. Ja. Weil die Leute, die traden wollen, die wollen vielleicht nicht wissen, was JFD da macht. Ja. Gut. Ja, kommen wir nochmal hier zu unserem Dow-Chart. Also wir haben jetzt gerade gesehen, zum Ende hin, die letzten 15 Minuten, klinken wir uns nochmal rein. Wir sehen jetzt hier unten das Konto, also es ist live gehandelt, also hier oben Kontonummer 243 JFD live, das ist der Account. Und ich werde jetzt hier in dem Account aber kein Trade machen, sondern ich möchte morgen in Ruhe, schön gelassen, schön gediegen, dort dann anfangen, in meinem Premium-Service. Und es kam ja auch noch die Frage rein, wie denn das ganze Thema denn zu verfolgen wäre. Das heißt, hier in meinem kostenfreien Stream bei Heiko Behrendt in Guidance könnt ihr mir folgen. Es soll hier noch umgebaut werden, dass hier ein extra Stream, da wo jetzt der Chart drin ist, den wahrscheinlich keiner braucht, dass man dort noch einen neuen Stream einfügt und dann dort einfach da die ganzen Werte einträgt, die man, die dann für den Account dann da sind. Ja? Also, wie gesagt, das wird auf alle Fälle gemacht und wie gesagt, es wird alles transparent werden. Ja, transparenter geht es denn schon gar nicht mehr, sage ich jetzt mal. Gut, okay. Frage, bekommt man eigentlich einen Rabatt, wenn man JFD mit Highspeed Day Trading verknüpft? Das wäre eine interessante Frage. Ich werde es auf alle Fälle mal an den Chris antragen und werde euch darauf auf dem Laufenden halten, ob man da irgendwie was machen kann. Kann man auf alle Fälle überlegen, dieses Modell vielleicht mal zu fahren, ja. Genau.
Genau, wie gesagt, JFD als solches hat ja auch einen eigenen Desktop, wo ihr entsprechend auch immer hingehen könnt. Und JFD macht ja viele Webinare, aber es war jetzt gerade mal doch interessant, da einfach ja, den Chris einfach jetzt mal herzuholen. Und klar, da, wenn dann gleich die Leute Fragen stellen, also hier habt ihr ja auch JFD als Kontaktmöglichkeiten, wo ihr das nutzen könnt. Gut, okay, ja, kommen wir nochmal die letzten 15 Minuten jetzt einfach nochmal hier auf den Dow Jones. Und ja, was ist passiert? Also wir haben hier doch eine sehr gute Formation gesehen nach oben. Also der Markt ist nochmal gut gelaufen. Wohin ist er denn gelaufen? Und das ist wieder sau interessant, nämlich genau hier an dieses letzte lokale Tief. Das heißt, dort sind wir abgeprallt bei 20.926 und gehen jetzt wieder nach unten. So, ich muss mal kurz mein anderes Konto einloggen, nicht, dass ich hier durch Zufall jetzt dann doch noch trade. Konto-Login. Genau. So. Und das ist halt das Interessante, dass wir genau bis dahin gelaufen sind. Jetzt kommen wir wieder runter. Das war ja schon vor so voreingezeichnet gewesen. Und jetzt kommt der Markt hier wieder runter. Und worauf sollte man jetzt achten? Wir sollten jetzt hier drauf achten im Account, dass wir vielleicht hier dann, also nehmen wir jetzt nochmal komplett die Abwärtsstrecke auf oder schafft der Markt es wieder ein Stück nach oben zu gehen? Die Sache, die wir jetzt hier haben, ist, wenn wir jetzt mal, ich tue mal hier die kleinen Durchschnitte wieder raus, weil die stören mich. Indikator löschen, Indikator löschen. So. So, und jetzt gucken wir mal kurz in den 15-Minuten-Chart rein. Und das sehen wir ja hier, dass der Markt jetzt hier wirklich die Überlegung haben muss, halten diese beiden Tiefs hier der letzten beiden Tage. Und ich sag mal so, wenn das heute nicht passiert, sehe ich den Markt heute eine ganze Ecke tiefer noch kommen. Richtung Intraday-Tief durchaus, auf alle Fälle möglich, meines Erachtens nach. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, kann das hier unten aber immer wieder eine gute Chance sein, um auch die Longs aufzubauen. Also man sollte jetzt hier gucken, wie verhält sich der Markt im Preisbereich, ja, 20.896 bis runter auf die 20.880. Das finde ich ist ein extrem interessanter Bereich, der, wo man überlegen muss, fällt er durch? Und wenn er wirklich durchfällt, kann man auch hier unten in dem grauen Bereich das Risiko suchen. Ansonsten würde ich hier immer eher trotzdem nochmal in erster Linie gucken, wenn es in den grauen Bereich reingeht, also in Richtung des heutigen Intra, also des Intraday-Tiefs seit 15:30 Uhr, so muss man sagen, dann hier die eher die Short-Seite, sozusagen, die Long-Seite, sorry, die Long-Seite hier zu bevorzugen. So, wir gucken mal, ob wir noch uns einen Trade in Richtung voller Stunde vielleicht noch irgendwo aus der Mütze ziehen können. Wie gesagt, jetzt kein Trade, der jetzt irgendwo aus der kalten, also so nach dem Motto, ich guck mal, sondern wie gesagt, wo kriegt man einen schönen Entry her? Und das schauen wir uns einfach mal an, das ganze Thema. Wer noch Thema, noch Frage hat zu dem Premium Service, wenn ihr hier auf meinen Desktop drauf geht, geht am besten hier auf den Heiko Bären Desktop und dann habt ihr hier oben rechts den Premium Service und wenn ihr jetzt da drauf geht, dann seht ihr auch die Zeiten, die da stattfinden. Ja, das heißt, der Montag ist jetzt so umgelegt, der ist jetzt von 9 bis 11 am Montag. Dann Dienstag 15 bis 17 und Donnerstag, warum steht denn da 8:50 Uhr? Da muss 8:30 Uhr drin stehen bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Monatliche Events, Webinars, EZB-Zinsentscheid, FED-Entsetzung etc. finden dann halt auch hier entsprechend statt. Also da findet man nochmal die Zeiten. Genau. So. Alright. Okay. Gut. Ja, viele von euch oder vielleicht der ein oder andere, der ja auch im Future aktiv ist, nutzt ja durchaus auch das Volume Profile. Heute, wenn man hier mal auf den S&P auf der linken Seite schaut, sehen wir eine sehr, sehr breite Range gerade, wo überall 20.000 Kontrakte umgewickelt werden, also gehandelt wurden. Ja, da sieht es so aus, da muss der Markt erstmal raus. Das heißt, so ein bisschen seitwärts rumgeeiert wird es jetzt erstmal geben, bis sich der Markt hier mal entscheiden kann. Genau, Frage war gerade, getradet wird erst aber ab 9, genau, also davor ist dann Analyse. Also ich trade eigentlich immer erst, wenn die Kasse aufmacht. Also ich bin nicht so ein, ich kann vorbörslich nicht traden, also ich kann nicht ab 8 Uhr traden oder so. Das ist nicht meins, da
bin ich ganz schlecht bei sowas. Also ich kann das nicht interpretieren. Mir fehlt, wenn die Kasse fehlt, dann fehlt mir irgendwie was. Gut. Oh. Also wie gesagt, wir haben heute hier paar Punkte geholt. Wir waren bis jetzt am absoluten Tagestief Long gewesen. Es war erstmal schon eine ganz gute Entscheidung. Und auch das, dieser Trade, dieser Long Trade ist rein aus dem Orderflow entstanden, aus dem, was hinter der Kerze passiert. Also wir haben heute, und das wie gesagt, das sollte man sich immer überlegen. Es kommt darauf an, welches Size man handelt, wie aktiv man handelt, wie gut man handelt, also wie viel man auch im Monat handelt. Möchte man davon vielleicht leben? Ja, wenn dem so ist, kann ich eigentlich immer nur sagen, man sollte halt gucken, ich sag mal so, da oben Short und da unten Long kriege ich ohne dieses Level 2 nicht hin. Das kann ich nicht, ja. Also, wie gesagt, wer kommt denn hier unten bitte schön auf die Idee, dort unten, also wenn man jetzt da unten mal meinen Trade da sieht, guck mal, also wenn ich den Trade jetzt nochmal reinlege in hier in den Only Chart, ja, also den besten Trade jetzt da unten. So, jetzt habe ich ihn nochmal reingelegt hier in den 5-Minuten-Chart. Ich lösche mal hier das. So, und da ist jetzt die Frage, wie kommt man auf die Idee, da unten long zu gehen? Also ganz ehrlich, ich kann es nicht, also nur im Candle-Chart könnte ich niemals zu long gehen. Also ich hätte gar kein Argument. Wie gesagt, entweder ich gehe hier an dem vorbürstlichen Tiefs nochmal long oder so, aber wenn ich diese Information, die ich da im Future habe, nicht habe, kann ich da unten keinen Long Trade machen. Ja. Und von daher ist das halt dann natürlich, das ist der Vorteil, wenn ich den im Future sehe. Natürlich muss man das Ganze erstmal lernen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr die Future-Daten abonniert und ihr wisst, was los ist. Ja, da gehört ganz viel auch Gelerne dazu. Aber ihr seht, wo der Vorteil drinne liegt, wenn man sich dann über die Jahre damit befasst hat und das dann auch versteht, was da passiert. Und dann kriegt man da eigentlich ganz gute Trades raus. Ja. Genauso hier oben, den Short Trade da oben, den kann man auch machen, weil der sich ableiten lässt, vielleicht hier über so ein 1, 2, 3 hoch oder mit Widerstand und so, lässt er sich nur ableiten. So, was machen wir denn jetzt noch? Also das Volumen ist relativ gut raus. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich hier nichts mehr passieren. Wir können vielleicht nochmal gucken Richtung Ende der Stunde. Also wir gucken jetzt mal, wie der Markt hier anzieht. Ist eigentlich hier, das ist gerade eine relativ interessante Situation, weil die Situation, die wir jetzt hier gerade haben, ist nämlich genau der Wechsel zwischen Long-Abbauten, also Longs, die hier geschlossen wurden und neu aufgebaut werden, versus Shorts, die hier aufgebaut werden. Ja, also das heißt, das ist hier ein sehr, sehr interessanter Entscheidungsbereich gerade, der jetzt nur auf eine Auflösung wartet. Also das heißt, hier wartet man jetzt darauf, bekomme ich irgendeinen jetzt hier am Hintern, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Und wir haben sozusagen Longs rauf, Risiko ab, Risiko hoch, also Risiko oder Position hoch, oder Position rennt sozusagen hier in entsprechende Widerstände rein. Kommt nichts nach, muss er verkaufen, fällt er nach unten durch. Das ist das, was wir gerade haben. Ja. So, ich kopiere noch, ich will nur kurz die Seite kopieren. Für jemanden. Gut, also jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt eine Umkehrkerze, wer es vielleicht nicht ganz so gut erkennt. Ich mache hier nochmal den 5-Minuten-Chart an auf der linken Seite. So. Also wir haben hier eine Umkehrkerze, eine weiße Kerze. Wir achten jetzt mal hier auf das Hoch. Wir haben jetzt die letzten 5 Minuten. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht einen Long Trade noch reinkriegen. Also ich achte jetzt mal drauf, wie der Markt hier runterfällt. Das Volumen ist sehr, sehr dünn. Wie gesagt, wäre fast ein gequälter Trade, aber tendenziell würde ich jetzt schauen, wenn die eine Minute jetzt hier nicht komplett wegverkauft wird, würde ich hier durchaus die Long-Seite mal suchen und schauen, ob wir hier entsprechend die Longs finden. Ja, also suche und finde. So, gehen wir hoch auf 5. So. Wechsel von Short und Long verstehe ich ganz gut, habe nur in der Praxis oft die Tendenz, falsch rum drin zu sein. Was kann ich da machen? Volume Tools habe ich leider noch nicht. Manchmal klappt es trotzdem gut, aber leider nicht oft genug. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Lernen. Also ich habe jetzt den Long nicht. Jetzt gucken wir mal nochmal. Mal gucken euch den Long. Also das kann jetzt natürlich, das ist hier. Allein dieser Hinweis, dass, also jetzt sieht man hier,
was da passiert. Also long rein, zack zu. Wäre wahrscheinlich, kann vielleicht schon ganz kurzfristig, also würde ich jetzt nicht machen, kann ganz kurzfristig sogar jetzt nach unten weggehen. Also dieser Strich nach unten könnte jetzt zum Tragen kommen. Das war jetzt gerade, habt ihr das gesehen? Hoch, zack, kommt nichts nach, zu das Ding. Jetzt kommt es drauf an. Bleibt er hier drüber, geht es nochmal hoch. Also war das nur ein Close? Ich bin long. Also mal gucken. Maximum Stop eigentlich unter dem Tief. Jetzt kommt es drauf an. Das ist ein bisschen ein risikoreicher Trade, weil das war jetzt also oben raus, kommt nichts nach, zack, zu, long aufbauten, zack, raus. So läuft's. Wenn es richtig gut läuft, holt er sich die 13 und wenn er richtig gut läuft, pusht er nach oben durch. Also das war jetzt das, den Verlauf zu verstehen allein, bringt einen dazu, dass man, wenn man hier noch einen Ticken schneller ist, noch ein bisschen besser ist. Aber das ist ein ganz eigentlich, also wie gesagt, der Trade ist jetzt nicht risky, wenn er jetzt pusht. Ja, also wenn er jetzt kommt und die 5-Minuten-Kerze um so schließt, wie sie schließen soll. Ich habe eigentlich einen Take-Profit von plus 5 Punkte. Ja, und jetzt müssen wir gucken, ob, genau an der Stelle wurde er gerade eben verkauft. Und jetzt muss ich hier entscheiden, ich rede jetzt mal ganz kurz, ich muss jetzt hier oben entscheiden, nehme ich plus 3 und sage mir, ey komm, ich weiß nicht, ob es durchpusht. Weil wenn jetzt nochmal hier zack zukommt, bin ich am Arsch. Wenn er jetzt pusht, ich sollte sowas nicht sagen, solche Ausdrücke, wenn er jetzt pusht, kann ich hier ein paar Punkte mehr mitnehmen. Sobald ich ab 5 sehe, kann ich hier den Trade auch schön schließen. Das ist ein schöner Sky. Jetzt wird es ein guter Trade. So, was machen wir jetzt hier mit der ganzen Nummer? Wir hauen mal 3 raus mit plus 5. Zack. Wir haben jetzt 3 rausgehauen mit plus 5 Punkte. Rest kann man durchaus laufen lassen, weil wo möchte ich den Rest mitnehmen? Wir haben es ja gerade gesagt. Also das ist, der Verlauf hier ist einfach so interessant und wie gesagt, das mache ich alles ohne Indikator, seht ihr ja. Ja, da, weil der Indikator kann mir nicht die Story erzählen, die hinter der Kerze steht. Und wenn man das hinter der Kerze sieht und jetzt pusht das hier durch und wo geht's hin? Da, wo die Stops liegen. Wo liegen die Stops? Die liegen am letzten Hoch. Also das heißt, mein Take Profit liegt da oben, leicht über dem letzten Hoch. Wenn der da durchpusht, kriege ich hier, was kriegen wir an Punkte? Von da nach da, 18 Punkte. Geiles Ding. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob er zum Stundenende pusht. Ja. Und wenn nicht, kann ich im Rücklauf immer noch zumachen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Trade, wo man jetzt überlegen kann, wie man den jetzt managt. Wir haben ja jetzt noch 2 CFDs drin, sind 9 oder 10 Punkte vorne. Das ist ein Tip-Top-Trade und jetzt kann man jederzeit das Ding zumachen. Ich würde, wie gesagt, warten. Man kann jetzt, das ist, wir hatten ja vorhin das Thema Stop nachziehen und das wäre jetzt so ein Trade, den zum Beispiel hier würde ich jetzt einfach sagen, ich lege jetzt den Stop ins Plus rein. Das wäre jetzt so, wo ich jetzt sage, jetzt würde ich hier den Stop machen. Aber ansonsten gehe ich ja hier einfach manuell raus. Ja? Und hier habe ich zum Beispiel, mindestens mit dieser ersten langen weißen Kerze, habe ich die Chance, jetzt den Stop relativ nah ranzuziehen und zu sagen, ich lege den restlichen Stop auch auf plus 5 Punkte oder so. Ja? Aber wie gesagt, sobald so eine Kerze so stark überlappt, gibt man ja immer sehr viel ab von oben. Aber war ein guter, also wie gesagt, der Trade ist ein bisschen risky, wenn das, was ich gerade erzählt habe, nicht gekommen werden. Also oben an, faken, dann kommt nichts nach, dann werden die Angsthasen machen zu, schießen den Markt runter auf die 2906 und danach zieht sofort an, also zack, oben raus. Wenn es richtig gut läuft, mehr und mehr Käufer reinkommen, sollte der Markt jetzt auch noch dann auch oben durchgehen. Wir machen jetzt so Folgendes, ich möchte unbedingt die 10 Punkte haben, das heißt, ich will einfach nur für mich persönlich rein, dass meine Gier befriedigt ist, hier noch gucken, ob ich hier oben mit plus 10 einfach einen Zug kriege und den Rest kann ich dann durchlaufen lassen. Kommt noch ein Punkt? Waren jetzt immer schon bei 10 dran, ne? Ich brauche hier und... So, und jetzt schaut mal hier auf den S&P übrigens, habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen. Seht ihr den S&P? 20.100 Kontrakte und da drüber ist nichts. Nothing. Kein Volumen. Da links in dem Volumen reingucken. 20.100 Kontrakte, da drüber ist null. Also verhältnismäßig sau wenig gehandelt. Und jetzt stellt euch vor, jetzt gibt es einen Käufer, der da oben bereit ist zu kaufen und das Ding ballert hier durch. Dann kriegen wir allemal da oben den Take Profit gefüllt. So, jetzt schauen wir auf den S&P, ob das ballert, wie ich so schön immer sage. Da regen sich zwar manchmal die Leute auf.
Aber das ist so. Das geht jetzt gleich ganz schnell, wenn der Markt das da oben rausnimmt und da oben noch Käufer bereit sind. Ansonsten ist das der perfekte Punkt, um hier auszusteigen. Das ist der Perf Und jetzt kommen wir an den Punkt. Das ist ganz entscheidend. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt. Und zwar, wir sind an einem Punkt, wenn es da drüber geht, bei 2371,75. Wenn es da drüber geht, geht es richtig schön schnell. Wir sehen eine richtig saubere Bewegung. Auf der anderen Seite, solange der Markt den Punkt nicht rausnehmen kann, brauche ich hier gar nicht warten, dass ich mit 3 Punkte ausgestoppt werde, weil dann kann ich jetzt einfach mit 7 Punkte oder 8 Punkte zumachen. Bringt mir allemal mehr. Wir schauen uns das mal an, weil, wie gesagt, wenn es durchgeht, geht das richtig schnell. Wir gucken uns jetzt mal das Volume Profile hier mal an. Also ich schiebe mal hier den Chart zusammen. Ja, und da sieht man, da passt doch was nicht. Da komme ich doch nie auf 20.000 Kontrakte. Da haut doch was nicht hin. Da ist ein Fehler drin. Okay, ich nehme alles zurück. Da ist ein Fehler im System. Da sind immer 20.000. Warum zeigt der mir 20.000 an? Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Das sind ja nur 1.000, 1.000, 1.000. Komme ich doch nie auf 20.000, oder? Und obwohl, hier 7.000. Wartet mal. Doch. Das passt. Halt. Bei wem sieht das Profil auch so aus? 7.000, 10.000. Doch, passt. 10.000, 5, 3, 15.000. Doch, es passt. Sieht es bei euch auch so aus, das Profil? Na gut. Okay, also, ich hätte jetzt eigentlich hier eine wesentlich krassere Kante vermutet und jetzt kommt es drauf an, wenn es jetzt ballert, ja, wenn jetzt die Käufer rein müssen, dann zieht es hier den Markt so schön nach oben und wir machen hier unseren schönen Profit. Achso, jetzt gucken wir, ob es ballert. Jetzt ballert. Und das ist halt das Geniale. Wenn man das, wie gesagt, wenn man das oft genug gemacht hat, oft genug erlebt hat, dann kann man diese Trades richtig gut machen. So, ich stelle trotzdem hier mit plus 12 ein Trade glatt. So, ich habe jetzt mit plus 12 trotzdem ein glatt gestellt. Ja, weil ich einfach, ja, ich möchte halt raus, ich möchte Gewinne sichern, ich habe da keine Lust, irgendwas zu verlieren, irgendwas. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Nachfrage richtig schön reinkommt. Okay. Also, das war jetzt ein richtig super Trade nochmal. Zum Stundenende hin und ja, im Detail, also wie gesagt, im Skype-Trading liegt sozusagen der Erfolg im Detail. Ich sage, vielleicht kennt ihr ja den Spruch von mir auch, der Teufel steckt im Detail und das ist im Skype-Trading auf alle Fälle definitiv so und ja, das liegt hier in dieser einzelnen Kerze. Ja? Weil, guck mal, die Kerze jetzt sieht man hier zum Beispiel den Nachteil des Stop-Loss nachziehen. Ja? Ich bin jetzt mit 12 raus und durch das Stop-Loss nachziehen werde ich jetzt hier mit plus 3,2 ausgestoppt, also plus 12 versus 3,2. Hätte ich da oben, wenn ich jetzt mal überlege, ich mache das mit 10 CFDs oder mit 3 Kontrakten im Dow Jones Future, heißt das, wenn ich hier oben mit 3 Future-Kontrakte drinne bin, plus 12, 12 mal 15, habe ich $180 hier oben. Wenn ich den Stop jetzt nachziehe und werde hier mit 3 Punkten ausgestoppt, mal 15, da habe ich 145. Das heißt, ich habe sozusagen $135 liegen gelassen. Ja, und das ist halt das Gefährliche hier an der ganzen Geschichte. Also ich hoffe, dass ich da nochmal jetzt einen sehr guten Einblick zeigen konnte, wie man hier was handeln konnte gerade. Also wie gesagt, es war am Anfang, gebe ich zu, ein risikoreicher Trade, wenn das nicht, wenn die nachfolgenden Minuten oder 2 Minuten danach nicht so gekommen wären, wie sie reingekommen sind. Und es war halt deswegen auch für mich risikoreich, weil ich sozusagen jetzt nicht hochkonzentriert bin und nicht so im Flow drinne bin, also das heißt so mit dem Markt jetzt mitgewippt bin und das verfolgt habe und ja, wenn man das argumentativ die ganze Zeit mitverfolgt, dann ist man da wesentlich mehr im Flow drinne und deswegen wusste ich jetzt nicht genau, ob es noch gut ist, aber am Ende war es jetzt die gute Entscheidung, weil, wie gesagt, die Entscheidung nehme ich fast so ohne nachzudenken, das ist wie ich Kaffee trinke ohne nachzudenken, da muss ich auch nicht gucken, Tasse anheben, wo steht meine Tasse, das habe ich alles im Gefühl. Und von daher habe ich den Trade deswegen auch so denn gemacht. Ja, also das ist der Grund dazu. Gut, also da hoffe ich, da haben wir heute wirklich 2 gute Trades gemacht. Und einer der besten Trades wäre hier oben noch dieser Short Trade gewesen. Klar, den hätte ich niemals so weit gehalten. Aber auch das haben wir heute super analysiert, oder ich. Ich hoffe, ihr konntet mir da heute im Chart ganz gut folgen. Und hoffe, dass das für euch vielleicht einfach auch mal eine neue Perspektive wieder gibt im Trading. Und wie gesagt, das ist auch das, was ich im Premium Service immer wieder versuche umzusetzen. Kombination
Future Trading Kombination mit CFD Trading. Ja, und ja, freut mich natürlich auch fürs Feedback. Ja. Genau, also wie gesagt, da gerne immer wieder. Ich werde jetzt noch ein, zwei Fragen beantworten und dann machen wir dann gleich Feierabend. Ja, und da vielleicht auch nochmal ganz kurz der Hinweis. Für mich ist das nur eine Situation, die war jetzt zwar, die Situation ist abgehakt. Ja, am Ende ist es gut, weiß jetzt nicht, man kann es gut bewerten, dass man jetzt hier einfach rausgegangen ist, dann spart man sich hier die Verluste jetzt oder dass der Markt so runterkommt. Aber auf der anderen Seite, klar, es gibt auch Situationen, da läuft der Markt halt einfach weiter, dann sagt man, warum, wie blöd bist denn du? Mit 12 Punkten steigst du aus oder mit 5 Punkten steigst du aus, der Markt ist hier 25 Punkte gelaufen. Ja, in der Nachbetrachtung kann mir das immer jeder sagen. Die Frage ist in der Sekunde, ob man es richtig entschieden hat. Und jetzt muss ich wiederum in der Nachbetrachtung sagen, ey, jawohl, Heiko, du bist so super. Also jetzt mal positiv, muss man das zu sich sagen. Wenn wir jetzt so einen Trade gemacht haben, Heiko, du bist so klasse, so ein dufter Typ, weil du hast den Trade durch Zufall, ob mit oder ohne, perfekt glattgestellt, weil 2 Minuten länger drinne und du hättest von deinem Einstieg überhaupt nichts gehabt. Also das heißt, auch für euch als Trader, ihr müsst in so einer Situation euch wirklich am besten immer in diesen Phasen motivieren, wo ihr richtig entschieden habt, weil ich auch immer ganz oft feststelle, dass viele Leute sagen, jetzt steigt er mit plus 5 aus, was soll denn das sein für ein Käse? Ja, oder mit plus 12, aber durch Zufall war es richtig gewesen, mit der Größe auszusteigen, weil ich hätte mit dem Exit, weil ich möchte die 10 dort stehen haben, nur unter diesem Grund heraus hätte ich nicht mehr erreichen können. Also das heißt, einen besseren Ausstieg wie da oben war jetzt in der Vergangenheit, also rückblickend jetzt betrachtet, nicht möglich. Ja, vielleicht noch 2 Punkte mehr, aber gut. Ja, und in solchen Situationen, da muss man sich richtig gut motivieren, dass man wirklich auch mal bewusst wahrnimmt, wie viele gute Entscheidungen man eigentlich als Trader trifft, weil ich habe erst letztens wieder einen Trader getroffen, der auch gesagt, ich verpasse so viel und ja, ich sag, du hast ja immer das Gefühl, schlecht zu sein, aber man muss sich auch mal motivieren, dass man gut ist. Und ich kann mich heute motivieren und sagen, Heiko, super Trades gemacht. Und das nur mit einem halben Auge. Ja, also von daher fand ich das jetzt eigentlich, war das eigentlich ein guter Trade, gute Entscheidung heute getroffen, auch wenn wir viel gequatscht haben noch währenddessen. Ja, und jetzt gab es noch eine Frage, die ich noch beantworten wollte. Aber Heiko, warum gibt es immer wieder Situationen, bei denen es durchgeht, zum Beispiel Ausbruchstrading? Was kommt eigentlich öfters vor? Ausbrüche oder Rückläufe unter dieser Ausbruchsmarke? Das ist wirklich absolut situativ zu bewerten. Ich kann dir 1 Million Verläufe präsentieren, wie der Markt an diesen Marken, ob er durchgeht, ob er nicht durchgeht. Das ist wirklich situativ zu sehen und man muss hier so ein Gefühl dafür bekommen. Ich sage jetzt mal so, wenn wir uns im Straßenverkehr bewegen, ich war ja gestern in Frankfurt, ja, Frankfurt im Straßenverkehr, man muss sich an diesen Verkehr, dreispuriger Stadtauto in der Stadt, drei Spuren, mal zwei, mal eine, man muss sich daran gewöhnen. Auf dem Dorf ist das viel einfacher, dort sich im Stadtkern zu bewegen, aber es kommt trotzdem immer auf die Situation drauf an, wie hektisch man sich bewegt, wie schnell man schalten muss, blinken muss, Schulterblick. Ja, das kann man auf dem Dorf so alles ein bisschen vernachlässigen, weil die Verkehrsdichte wesentlich geringer ist. In Frankfurt Verkehr ohne Ende. Und deswegen, das ist auch, am Ende ist Straßenverkehr, aber in der Situation dann doch unterschiedlich, ja. Oder auf der Autobahn fährt man ja nicht immer schnell. Ich stand gestern Ewigkeiten im Stau, muss man sich ja auch anpassen. Und genauso ist es auch im Trading. Deswegen jetzt da eine Pauschalaussage zu treffen, macht keinen Sinn, ja. Also die Kerze aus der Mini-Range oben angefixt und nichts nachgekommen ist, wieso ging der Kurs dann nicht runter? Ja, also wie gesagt, also dieses Anfixen, also schaut euch am besten das Video nochmal an. Und schaut vielleicht nebenbei auf den, ja, wir haben jetzt leider kein 1 Minuten im Future offen gehabt, aber vielleicht schaut noch mal auf die Kerze und schaut mal hier im 1-Minuten-Chart, wie die Kerze mit dem Volumen, was da gebildet wurde. Das seht ihr ja als Zahlen. Also, wie gesagt, der Markt fixt das an, geht raus, kommt nichts nach, dann wird alles wieder eingedeckt von den ersten Angsthasen. Und genau weil der Markt danach, weil sozusagen dort nicht weiterverkauft wird, fällt der Markt dann nicht durch und dann kommen sofort die Käufer. Und in dieser Bewegung von da unten nach da oben, das ist mein Einstiegssignal und dann merkt man richtig, wie sich das aufbaut und dann geht es nach oben durch. Und dann kann ich dort meinen Profit mitnehmen. Ja.
Willst du traden wie du? Also wie gesagt, dann ich muss es jetzt so sagen, dann muss man in mich investieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, im Premium Service, da machen wir den ganzen Tag sowas. Da muss man sich alles selber rausziehen oder halt dieses Gruppencoaching, was aber fast schon voll ist, was aber halt auch wesentlich kostenintensiver ist, wo ich halt die Leute wirklich so an die Hand nehme und wirklich durch die Mangel nehme. Ja. Und wie gesagt, also ganz ehrlich, das, was ich hier euch präsentiere, ist 17 Jahre Erfahrung. Das heißt, ich weiß nicht, was der ein oder andere hier macht, aber wenn der ein oder andere hier Jongleur wäre und würde mir etwas vorführen, hätte ich nur, würde ich nur Bauklötzer staunen, wie man sowas machen kann. Oder sei es irgendwie irgendwelche Teile zusammensetzen oder irgendwas bauen oder ein Konstrukteur, der mit irgendeinem CAD-Programm arbeitet oder was auch immer. Ich würde nur erstmal da sitzen und staunen. Und wahrscheinlich sitzt ihr jetzt auch so da und staunt hier Bauklötzer. Wie kann der Behrendt hier so eine Trades abfeuern, die auch noch aufgehen aus einer Situation und kriegt das alles auch noch im Plus rum und das funktioniert alles, was der macht und der erzählt noch nebenher. Aber ganz ehrlich, das sind 17 Jahre Erfahrung. Ja, 17 Jahre Erfahrung, die hier gerade auf euch einwirken. Und genau das ist es. Und das führt dazu, dass das nach außen hin total leicht aussieht. Aber glaubt mir, ich habe einen ganz schwierigen Weg hinter mir. Und ich versuche jetzt, viele dahin zu begleiten, dass man einfach, also ich kann euch das nicht abnehmen, den Weg selber zu beschreiten, aber ich kann viele Trader führen und sie sozusagen fokussieren, kanalisieren, sodass sie nicht rechts und links vom Weg abkommen. Und versuchen dann auf die Erfolgsstraße zu bringen oder sie so zu präparieren mit solchen Polstern, dass sie auf der Erfolgsstraße bleiben. Ja. Also das nochmal ganz, ganz, ja, das nochmal ganz wichtig an der Stelle, dass man das entsprechend da nochmal wirklich realisiert, dass ich, also wie gesagt, ich habe eine wirklich lange Erfahrung. Ich trade seit fast, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, vielleicht seit 15 Jahren ausschließlich im Kurzfristhandel, ausschließlich. Also ich sehe seit 15 Jahren 1- und 5-Minuten Kerzen. Ja. Macht es Sinn, als blutiger Anfänger den Premium-Service zu buchen? Das ist eine gute Frage. Man sollte auf alle Fälle sich in dem Metier wohlfühlen im Kurzfristhandel und man sollte es wollen. Ich sag mal so, man muss sich dort viel selber rausziehen. Ich sag mal so, der Informationsgehalt ist extrem hoch. Das zu verarbeiten ist extrem anstrengend, aber es kann für den einen oder anderen einen richtigen Schub geben. Sag ihm ja mit drei A's. Ja, morgen 8:30 Uhr sind wir am DAX. Genau. Also, mein Tipp, Premium Service buchen, 14 Tage anschauen, innerhalb von 14 Tage kann man den Service ohne Gründe widerrufen, wenn man merkt, also das, was der Bären erzählt, ich schnall's nicht, ich check's nicht, es ist für mich nur böhmische Dörfer, ich habe auch gar keinen Bedarf, mich da reinzuarbeiten, dann ist das auch alles okay. Ja. Ja. Aber längerfristig Handel hast du nie eine solche Performance erzielt wie im Kurzfristhandel. Ich habe nie längerfristig, also ich habe auch im Langzeithandel angefangen, habe damit gut verdient, wo der Markt schön in einem Trend war, habe damit aber auch viel verloren und habe dann aber festgestellt, dass die Mehrzahl der Fälle der Markt nicht tendiert, sondern seitwärts läuft und das war der Grund, warum ich im Kurzfristhandel hängen geblieben bin. Also wer sich die Jahre 2002, 2003, 2004 anschaut, wird sehen, dass der DAX den ganzen Tag in einer Range zwischen 18 bis 30 Punkte gehandelt hat und das jeden Tag. Ja. Also wie gesagt, wenn man das hier als kurzfristigen Trend sieht, klar gibt es auch viele Trends. Gut, also wie gesagt, da muss man überlegen, also man kommt zum Premium Service, ich zeige es nochmal, wenn, also hier ist nochmal das Thema Gruppencoaching aufgeführt, wen das interessiert, wie gesagt, man kann da das ausfüllen. Ich möchte einen Platz reservieren oder ich habe einfach noch Fragen. Ja, also wie gesagt, bin ich bereit. Maximal 15 Teilnehmer, 10 sind schon drin. Und das musst du sagen, ja, und da muss man einfach mal gucken. Und wie gesagt, in dem Premium-Service auf alle Fälle kommt ihr hier rein. Wo ist er denn jetzt hier? Premium-Service, da oben rechts. Ich kopiere es nochmal rein. Genau. Und dann wählt er hier einfach 3 Monats-Abo aus oder 12 Monats-Abo.
und bucht das. Und wie gesagt, wenn ihr nicht damit zufrieden seid oder keine Laune habt oder das nicht merkt, hier unten steht es nochmal, ihr könnt dieses Abo innerhalb von 14 Tagen mit einer E-Mail ohne Angabe von Gründen widerrufen. Ja, also das steht nochmal hier drinne. Braucht da gar keine Angst haben. Wenn er dran denkt, dann ist alles gut. Wenn er nicht dran denkt, müsst ihr es bezahlen. Ist nun mal so. Ja, also wie gesagt, kopiere hier nochmal den Link rein und dann habt ihr es. Gut. Und dann am besten angucken und nicht gleich nachmachen, weil ich habe das jetzt erst wieder gemerkt, es sind Haufen neue Leute drin, die sich jetzt wegen des Projekts angemeldet haben. Und die fragen mich natürlich Löcher im Bauch, weil sie vieles gar nicht verstehen. Die ganze Terminologie, also die ganzen Ausdrücke, die ich nutze, kennen sie nicht. Die ganze Vorgehensweise kennen sie nicht. Viele Traders sind dabei und ja, haben noch nie in ihrem Leben so einen Handel wahrscheinlich gesehen, wie ich das mache. Und das muss man erstmal verstehen. Und man muss erstmal verstehen, dass ich einen Ansatz habe, den man da draußen in der Realität oder in der normalen Indikatoren, Verschwörungstheorie, nur irgendwelche komischen Leute am Markt, dass man das muss man erstmal alles verstehen. Ja. Ne, da steht's doch da, anmelden. Da oben rechts, jetzt kostenpflichtig bestellen. Da draufklicken. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, ich bin einverstanden, Monat, Test, ab und weg dafür. Ja. Und genauso auf dem Premium Service draufklicken, hier oben rechts erfolgreiches Trading, der Highspeed Day Trader Premium Service. Also ich weiß nicht, besser kann man es doch nicht schreiben. Also gut, also ja, ich bin für heute soweit durch. Heiko Behrendt, alter Falter, Heiko, das Sponsoring bei JFD sagt mehr über dich aus als jede Werbung. Vielen Dank dafür. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf morgen früh 8:30 Uhr für alle, die angemeldet sind im Service. Und zwar, wenn ihr im Members-Bereich drinne seid, das ist der Link zum Members-Bereich. Wenn ihr dort in diesem Members-Bereich drinne seid, dann geht immer kurz davor ein Fenster auf, hier jetzt teilnehmen und hier unten, ganz unten, da steht ganz, ganz unten Termine. Morgen 8:30 Uhr findet das Webinar statt. Gut. Genau, also wie gesagt, jeder nach seinem Rhythmus, also wenn euch das alles zu viel ist vom das Ganze dann einfach, wie gesagt, jeder muss seinen Rhythmus finden. Dann noch eine letzte Frage, die ich beantworten möchte. Wie kann ich mir deine Indikatoren bzw. Handwerkszeug nachbauen? Geht auf YouTube, mein Kanal, mein Trading-Bildschirm und mein Trading-Bildschirm und da erkläre ich, wie ihr meinen Bildschirm nachbauen könnt. Da das Video anklicken. Das Video anklicken, anschauen und dann ist alles gut. So, dann erstmal vielen Dank für das tolle, tolle Feedback. Ja, es hat mir ja auf alle Fälle viel Spaß gemacht wieder heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was lernen. Freue mich natürlich, wenn ihr morgen früh einschaltet und ansonsten irgendwo. Wir sehen uns im Stream und wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend, allzeit gute Trades und ja, freue mich. Nächstes Webinar kostenfrei in dieser Reihe am Dienstag. Vierter, vierter. Ab 15 Uhr. Bis dahin. Tschö mit Ö. Euer Heiko. Und das Video natürlich wie immer gibt es heute Abend. Ich werde es gleich umwandeln und bei YouTube hochladen. Bei Admiral. Habe ich schon falschen Namen gesagt. Bei JFD Brokers. Bis dahin. Lasst euch gut gehen.